Hallo ihr Lieben, ihr seht es. Ein neues Rauchzeichen. Herzlich willkommen hier bei uns bei Hafuai. Der gute Impi ist natürlich auch am Start. Hallo Impi. Einen wunderschönen guten Tag. Und wie ihr seht, das sieht nach Steinzeit aus. Wir spielen mit euch weiter Rules of Pacha natürlich. Genau, wir hatten das letzte Mal irgendwann aufgehört. Ich bin komplett raus gerade eben. Ich habe einen guten Reset hinbekommen. Ich weiß, ich habe mein Haus vergrößert. Und ja, gute Frage. Ja, okay, also wir sollten mit Era reden. Die bietet uns wahrscheinlich eine Möglichkeit an, Essen irgendwie haltbarer zu machen. Also wahrscheinlich neue Rezepte und Tare. Zwei Quests sehe ich, ja. Und heute wäre ein Rennen. Rennen. Das Maximal, was ich tue, ist, ich renne davor. Check einmal kurz ab, was es denn geben würde als auch. Alle unsere Fische sind fertig getrocknet. Was gäbe es? Gäbe es denn was Sinnvolles? Hey, ach ja, man halt, kann wieder nicht. Nein, gehen. Jetzt. Kann man mit den Leuten interagieren? Bleib stehen. Mit Jaks Hilfe hat Tare ein Konstrukt gebaut, die das Essen gleichmäßig erhitzt wie ein Erdofen, aber so heiß wird wie ein offenes Feuer. Jetzt können wir viel mehr backen. Okay. Cool. Das heißt, wir haben jetzt den Hinweis, dass wir mit Tare reden müssen, vermute ich mal, ne? Okay, wir kriegen... Und wer ist der andere? Oder wo ist der andere mit dem Ausrufezeichen? Pennt hier noch. Hey, aufstehen! Okay, es gäbe quasi unterschiedliche Locations immer, wo man... Wo Rennen stattfinden. Erster Platz wäre ein Essen, zweiter ein Essen, dritter sind einfach Wildkartoffeln. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nicht so den Bock auf ein Rennen. Nicht momentan. Ja, auch nicht, ehrlich gesagt. Also das können wir machen, wenn wir unsere Pets ein bisschen oder unsere Reittiere ein bisschen gezüchtet haben. Aber ansonsten steht meine Holte hier. Ich habe einfach drei Knochen gekriegt von Ibon. So, ich muss mal ganz schnell hier auf dem Handy noch was klicken. Da klingelt was. Hier, Küsschen. Sonst noch irgendwas? Reden haben wir schon. Shut up and take my gift. Haben wir auch schon. Ausgezeichnet, gut. Okay, so. Die andere läuft gerade los. Die da greifen wir gleich ab. Hast du dich um die Tiere gekümmert eigentlich? Nein, noch nicht. Okay. In letzter Zeit war ich in der Küche nicht besonders kreativ. In der Küche kann man zwei verschiedene Geschmacksrichtungen kombinieren und erhält etwas etwas, das völlig neu schmeckt. Ich denke, dass wir deshalb mit dem Gärbehälter und dem Brauer machen können. Wenn wir in der Lage sind, diese Prozesse zu kombinieren, werden wir noch mehr Möglichkeiten haben, Lebensmittel zu konservieren und sie gleichzeitig noch leckerer zu machen. Ich brauche nur ein paar Dinge, mit denen ich experimentieren kann. Also, sie will einen Gärbehälter, sie will einen Brauer und alle Alkoholsorten. Alle? Ja. Okay. Drei Alkoholsorten, zwei Alkoholsachen habe ich schon dabei. Okay. Ein Gärbehälter, ein Brauer. Ja gut, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Bist du gerade bei den Tieren? Ja, also ich bin auch am Feld gießen, aber das Schwein steht im Weg. Ich glaube, das Schwein pfeift. Und es pfeift nicht, aber es steht im Weg. So. Also unsere Bäume sind aber nicht sonderlich ergiebig, muss ich sagen. Ja, ich glaube, die tun nur zu gewissen Zeiten. Okay, also es wird auf jeden Fall, werden die Heuballen bevorzugt. Okay. Weil sie jetzt die Heuballen alle gefüllt haben. So, einmal das da. Dann einmal das da. Und... Oh. Haben wir da noch irgendeinen Alkohol? Alkohol macht Birnehol. Tomatenwein, das klingt doch nach Alkohol.
Das klingt sehr wohl nach Alkohol, ja. Die Obsidianhacke ist fertig. Ja, da habe ich alles. Wobei ich noch nie einen Tomatenwein getrunken habe. Irgendwie, du kannst mal anfangen, sowas herzustellen. Also bei dir zu Hause, meine ich. Ja. Ich schau mal, ob du es überlebst. Warum nicht? Die sind perfekt. Ich werde mit Ron und Nock sprechen. Dann können wir nicht nur Ideen, sondern auch Geschmacksrichtungen kombinieren. Ihr wollt doch nur was zu saufen. Kannst du es ihnen verdenken? Nein. Weil sie kommen jetzt sie kommen jetzt hin, Essig zu erzeugen damit. Ja. Hallo Miss. Würden Sie mir bitte mein Werkzeug geben? Danke. Eine neue Ho. So, die Frage ist, würde es denn Sinn machen, heute überhaupt in die Mine zu gehen? Haben wir überhaupt noch was? Die arbeiten an der Idee. In der Pyramide haben wir eine neue Errungenschaft. Oh, in die Pyramide können wir gehen. Ich würde jetzt nur mal schnell die Ho noch mal probieren wollen, wie die so funktioniert. Ja. So, wo war denn eigentlich nochmal unser Schnellreisepunkt? Okay, es ist wirklich 3 Stück, wo du hier direkt anpflanzen kannst. Okay. Also. Okay. Jetzt. Ja. Beschränkt nützlich, außer es schaltet neue Technologie frei. Das war halt meine eigentliche Hoffnung, dass das passieren wird. Ja. Dass wir dadurch irgendwie weiterkommen und dass es dann heißt so, oh ja, hier kannst du übrigens Bewässerung machen. Der Schnellreisepunkt war straight im Süden. Im Süden, naja. Was? Hast du mich gerade wohin geportet? Ja, hast du. Ich bin gerade zum Dschungel. Ja, wie schön, dich wiederzusehen. Ja, ich bin immer noch der Meinung, ich sehe dich jetzt zum ersten Mal, aber ja, cool, dich wiederzusehen, ja. Ich wollte auch sagen, wer ist das? Vor langer Zeit war dieses Land unserem Volk heilig, bevor die Morgani aus dem Gleichgewicht brachten. Weißt du, was ich gerade für ein Bild im Kopf habe? Da gab es doch mal irgendwo bei Simpsons diese Werbung, dieses Ende, wo er so einen Schokoriegel weggetan hat und so ein Indianer angefangen hat zu weinen. Boah. Wo doch dann zu dem hin ist, ihn die Hand auf die Schulter und gesagt hat, tu dir einen Gefallen, dreh dich nicht um. Ja, das kommt mir gerade so vor. Vor langer Zeit war das heilig. Als ich jung war, ja, vor dem Krieg, lange Zeit, ja, wollte ich nicht glauben, dass der Verlust unseres Landes ihre Schuld war. Aber dann musste meine Nichte vor einem von ihnen gerettet werden, als sie erst 7 Jahre alt war. Das steht da tatsächlich 7 Jahre? Ich glaube schon, ich habe schon wieder weggedrückt. Ja, als sie erst 7 Jahre, ja. Das süße Mädchen glaubt immer noch, dass der Mann ihr helfen wollte, aber er hat sie verbrannt. Was? Was? Was steht da bei dir? Burnt her. Also, ich gehe davon aus, dass halt irgendwie, keine Ahnung, fast den Herd an. Ja, yes. Also ich könnte mir auch vorstellen, so Schlangenbiss und hier einmal, aber hier steht, aber er hat sie verbrannt. Ja. So stehend lassen, denke ich mir so, was? Hexe! Ich lobte Loon, dass wir sie noch rechtzeitig gefunden haben. Wer weiß, was noch alles hätte passieren können. Hab ich eine Kippe irgendwie ausgedrückt oder wie? Isna hat mir erzählt, dass sie dich vor ihnen gewarnt hat, aber vielleicht kannst du sie dazu bringen, zivilisiert zu werden und das Gleichgewicht in unserem Land wiederherzustellen. Ich werde Loon bitten, dich zu beschützen, so gut sie kann. Ja, Sektenführer, mach das! Okay. Hey. Das war... Nutzlos? Ja, das war's. Creepy Storytime. In der Dschungel. Als ob er jetzt einfach hier oben steht. Er betet ja zu Loon. Ist Loon eigentlich nicht der Mond? Wahrscheinlich.
So, was haben wir denn fertig hier? Da! Unter dem Schutz der Geister. Alle Prophezeiungen haben sich erfüllt. Tiere! Ach stimmt, das war, weil wir alle Fähigkeiten, alle Affe und das bekommen haben. A fly in a string. Plus 5 Endurance. Aber den Ernte. Boah, na komm. Du musst ihn fast auswählen, dass er einfach hochlevelt, ne? Weil der Ernteertragring schon deutlich besser ist. Hey. Was? Wir haben Cassava entdeckt. Was ziehst du da einfach so raus? Keine Ahnung, hier stehen irgendwelche Wurzeln. Ich hab dran gezogen und hab was Neues entdeckt. Das sind Wurzeln, ich hab sie angezündet, bisschen drauf rumgekaut. Hab Tabak gefunden. Ob das damals genauso passiert ist? Das sind fleischfressende Pflanzen. Schau mal, ob du die auch anwählen kannst. So. So, aber was wollten wir jetzt eigentlich grundsätzlich machen? Ich meine, wir haben den 20. Das heißt, auch dieser Bereich vom Jahr wird sich hier langsam jetzt dem Ende entgegenneigen, ne? Ja. Aber ich vermute, wir könnten in der Mine weitermachen. Da hat uns doch, glaube ich, die Bärenkraft gefehlt. Also ich bin gerade in der Mine und check gerade ab. Die Map einfach nur. Wo jetzt noch Sachen fehlen. Ja gut, klar, mit der Mine sind wir jetzt natürlich, hast du recht, ich bin hier zurückgegangen. Wir sind ja super schnell jetzt dadurch, dass wir hier jederzeit wieder in die City zurückkommen über die Schnellpunkte. Ja. Wir könnten natürlich beim Flugsimulator schauen. Genau, Flight Simulator und hier Pacha Rock Gedöns. Und beim Horse geht's auch noch weiter. Aber da fehlt uns ja genau das, was wir noch nicht kennen. Vielleicht schalten wir das genau mit dem Zeug frei, was du gerade machst. Mit diesem... War das das Glyphoton-Totem oder wo war denn der Punkt? Welcher? Wo man den... Wo wir, sag schnell, wo wir in die Mine kommen. Meinst du den Flight Simulator? Das war's nicht, genau. Das wäre Forest einfach. Ach, Dschungel, okay. Ne, Forest. Wald. Dschungel war ein bisschen. Come on. Ja, ich roll mich hier einmal in der Weltgeschichte rum. Dschungel, Wald, mein Gott, das ist alles. Alles grün. Aber, also hier geht's doch auch noch weiter. Erzähl mir doch nichts. Hier links geht's doch auch noch weiter. Und hier. Und da jetzt einmal rüberfliegen. Dann einmal den Äffchentanz tanzen. Whee. Nimm mal die Pilze hier noch mit. Uka, uka. Ja, du hast ja auch noch. Die sind jeden Tag hier voll, oder? Ja. Die sind immer wieder zurückgesetzt, die Dinger hier. Ja, hey, mitnehmen, was geht. Ah, da ist alles voll mit Gold. Ach, hast du hier schon freigemacht? Nee. Ja, nur irgendwie ist der weg. Was besseres Werkzeug dafür? Am Arsch. Das ist aber tatsächlich eine gute Frage. Warum ist das weg? Hatten wir das schon geöffnet? Das könnte natürlich sein, ne? Das Herstellen von neuen Autos. Ach, hatten wir hier nicht diesen Pilzhut gekriegt? Ah, stimmt, ja. Gut, dass wir uns ja so gut dran erinnert haben. Okay, aber dann ist jetzt auch zu spät, dass wir wirklich noch weitergehen könnten, denke ich. Aber wir können dann morgen hier Pacha Rock Gedöns weitermachen. So, auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Ich habe zwar zwei von meinen... Mein Krall noch kaputt gemacht, aber wir haben jetzt auch noch mal ein bisschen Gold. Ja.
macht ihr die Frage ist, wie häufig spawnen die denn, wenn man wirklich jetzt mal so eine größere Menge Steine zerstört? Nein. Wenn man dann eine Kralle reinwirft und da kommen drei raus oder so, wäre ja egal dann. Also ich vermute schon, dass du hier sehr... Wenn ich jetzt einfach mal hierher gehe... Okay, also ich habe jetzt so, weiß ich nicht... 8 bis 10 Steine zerstört. Es kam keine raus. Ja, ich deppe hier gerade auch durch. Vielleicht müssen es einfach hochrangigere Steine sein. Das könnte natürlich auch noch sein. Ja, dann hast du den Tag zum Ende bringen, komm. Ja, ich drehe nochmal eine Runde an der Savanne. Ah, nein, ich wollte nicht in die Savanne. Ich wollte zum Strand. Was ist Pachas Felsenpaar? Das ist das, wo wir dann morgen hingehen. Ah, okay, so ist das. Okay. Ist ey, das gefühlt habe ich alles vergessen, das ist schon krass. So, das Land. Warum nennt man das übrigens das Land und nicht einfach hier City? Ich habe ein Video. Ja, ich jetzt auch, nachdem ich rausgeportet bin. Hast du die nachträglich mit dazu geportet? Hier gibt es eine Menge zu sehen, nicht wahr? Ja, Sandpaar im Wasser. Mhm, eine Menge. Vielleicht hat Wuag recht, dass meine Neugier der Grund ist, warum Fox mich ausgewählt hat. Kann mir jemand noch mal sagen, wer Fox ist? Ich habe keine Ahnung. Michael J. oder? Ich hätte nie gedacht, dass ich so lange bei dem Clan bleiben würde. Wo willst du sonst hin? Es gefühlt existieren keine anderen Menschen. Normalerweise wäre ich jetzt schon zu meinem nächsten Abenteuer aufgebrochen. Ja, mach doch. Da hast du deine Antwort. Wie Schicksal an. Ich finde einen Clan von Pachans so weit weg von unserer Heimat. Dann höre ich, dass du dem Ruf von Pacha folgst. Ich dachte, das tun wir alle. Wuag und du entdecken schließlich diese Struktur im Dschungel. Ja, nie erwartet, dass ich so eine Aufregung erleben würde. Ja, okay, ich meine, ein Puma hinter dir ist aufregend, aber hey, ich meine... Wenn es dir gefällt... Ja, mach's gut. Und das Haf hat jetzt 3 Leute mehr. Mhm. Macht's jetzt gleich den Sonnenkönig und geht ins Wasser, oder wie? Das Reisen ruft. Ja, yeah, komm, du bist hier willkommen. Wir haben mal wieder das Gleiche ausgewählt. Verrückt. Ja, du hast bestimmt echt viel, über das du nachdenken musst. Glaube ich auch. Wie viele Sterne hast du bei dir? 2. Okay, ich habe, glaube ich, 1. Aber, naja. Ne, also ich weiß nicht, ob das wirklich daher kommt oder ob das nicht... dass das halt quasi, dass wir nicht mit... dass wir mit diesen anderen Leuten reden sollen, was da irgendwie Sache ist. Ob das vielleicht dadurch getriggert wurde. Weißt du, durch die... Sequenz davor. So, was kann jetzt hier rein? Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Eigentlich kann man Silber und Gold hier auch umladen. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind das ja auch nur für die Dinge, die wir hier haben, ne? Für die... Aber müssten wir jetzt nicht eh bald mal irgendwie eine neue Toolstufe kriegen? Was kriegen? Also neues Material, woraus wir Werkzeuge fertigen können. Ich meine, wir haben jetzt schon, wir sehen schon seit einer Weile Golderz und wir können es vielleicht immer noch nicht abbauen. Vielleicht ist es wirklich so, dass du das nur mit der Kralle abbauen kannst. Ja, aber dann wird doch nicht die Meldung kommen, hey, ich brauche da eine krassere... Ein krasseres Werkzeug, oder? Ja, offensichtlich ist die Kralle ein krasseres Werkzeug, ne? Ja, aber es ist halt kein Werkzeug in dem Sinne, würde ich sagen.
Du hast dieses Schwein nicht angeklickt. Ich... Dir ist deine Arbeit. Das ist nicht so mit Schweinen, oder? Ich habe alle Tiere angeklickt, die in meinem Weg waren. Ja, das hast du auch nicht angeklickt, okay. Ich habe mich nicht explizit um die Tiere gekümmert. Ich habe die angeklickt, die genau neben mir rumgelaufen sind. Gut, dass sie nochmal hier war. Apropos, warum gehe ich raus? Die Fälle kann ich ja gleich reinlegen, ne? Warte mal, können wir die großen? Oh ja, die können wir auch schon zerstören. Sehr gut. Okay. Damit habe ich meine gesamte Stamina verbraucht. Kann man ein Spiel daraus machen. So, was haben wir denn jetzt hier drin? Deine. Oh. Ach, come on. Ja, müsste passen. So, das müsste also in die Seetruhe hier rein. So. Habe ich da tatsächlich einen Fisch vergessen abzugeben, eingetrocknet, oder wolltest du den haben? Nö, ich habe einen reingelegt. Ah, den kann ich schon abgeben, oder? Ja. Falle. Ach, der Blick auf den Fluss ist bald fertig. Auf dem, bei dem eh nichts mehr passieren kann. Ich habe gestern meinen Hund nicht gestreichelt. Du Monster. Ja. Mann, wie kann man denn so schnell alles vergessen im Spiel? Ja, die Frage muss ich mir ehrlich gesagt auch stellen. Wolltest du gerade mit der Hacke nach mir schlagen? Nein. Und wenn das so ausgesehen hat, dann nur, weil ich daneben... weil ich... Ja. Ja, ich weiß. Das hier an. Die Wetter bei uns die letzten Tage, müssten wir hier in der Realität auch nichts mehr gießen, ne? Ja. So. So. Sunday, bloody Sunday. Wollen wir noch schnell mit den Leuten reden und dann ab in die Mine, oder? Noch redest du mal von Leuten. Es gibt hier genau ein Madel, mit dem ich mich auseinandersetze. Ibon, wo bist du? Noch in der... Okay. Warum kann Mana nicht gehen? Immer der erste Sohn, der geht. Ja, okay.
Warum kann ich nicht wohin gehen? Papa will, dass ich zu meinem Wettbewerb Battle of the Wits gehe. Als ob sie das nicht übersetzt haben. Warum noch? Hey! Wenn es keine große Sache ist, wenn ich gewinne, warum muss ich dann gehen? Zum letzten Mal. Das ist Tradition. Was genau ist Tradition? Hier wird alles Tradition, wenn man möchte. Ja. Der ihn vertritt. Und dann stellen sie Fragen und beantworten sie. Das ist also ein Quiz. Der erste erwachsene Sohn unserer Familie war schon immer derjenige, der gehen musste. Ich bin jahrelang hingegangen. Mit? Hast du Jahre gebraucht, um hinzukommen, oder? Das findet jährlich statt und er ist jedes Jahr wieder aufs Neue hin. Naja, ich meine, man kann die Frage ja auch anders stellen, ne? Da kam quasi jährlich kam eine Episode Clan-Duell. Wir haben 100 Mitglieder von Clans befragt. Würde das dann nicht Jeopardy heißen? Nein. Was denkt ihr? Heathcliff, Impy, können sich Traditionen ändern? Nein. Also bitte. Das ist ja mal völliger Humbug hier. Jetzt schicken sie uns, oder wie? Natürlich. Ja, dann schickt halt Garek dahin. Kommt, dann lass mich jetzt einfach weiterarbeiten. Ich könnte das perfekt essen, mit dem ich ihn bestechen kann. Tomatenwein. Ja, Mann. Ihr werdet es nicht bereuen. Ja, cool. Mann. Ich frage mich, wie hier die Entscheidung stattfindet dann. Ich meine, du hast ja gesagt, ich habe nein gesagt. Okay, aber... Ja. So. Wo ist das Madel denn? Als ob ich jetzt ins falsche Haus gegangen bin. Ah, ich sollte mir das irgendwann mal merken. Du bist du. Liegst du noch im Bett und pennst, oder wie? Das zumindest bei mir in der Wohnung dann liegen. Warte mal, ich kann die. Ich muss die Katze nicht streicheln. Ja, Angeln beigebracht. Juhu. Sonne geht auf, Sonne geht unter. Egal. Es sind noch viele Plätze, die belegt sind, wird schon nicht so viel passieren. Wartet schon mal ein Pair of Rocks auf dich. Natürlich bin ich hart dran vorbeigeritten. Keine Unzucht mit dem anderen treiben. So, wo müssen wir hin? Patschan Dingsbums. Hab den schon mal weggemacht, den Felsen. Wen hast du schon mal weggemacht? Wo bist du? Da oben bist du. Okay. Ja, fast. Na, ich bleib hier auch überall hängen. Metallduett. Was? Wir sind hier drin und kriegen direkt die Idee Metallduett. Ja, ich hab grad. Ich hab Zinn gefunden. Ich denke, da haben wir das. Könnten wir das neue Material haben, aus dem unser Werkzeug gemacht wird. Ah. Meins Kupfer und Zinn. Bronze. Ja. Ah, das kannst du auch aus gewöhnlichen Steinen droppen. Ja gut, weiter geht's. Nein, bei mir noch nicht. Ich bin noch in der Animation. Tja, schade. Leider musst du halt trotzdem jeden Stein noch aufschlagen.
I've been working on the railroad. Okay. Gold ist nicht so wichtig, ne? Nee, Gold ist ziemlich egal. Aber den Rest können wir eigentlich schon. Ja, prompt kriege ich Gold aus dem Stein raus. Typisch. Oh, keine Stamina mehr. Habe ich denn noch Feines zu essen hier? Okay, also die gibt es wirklich nicht viel, die Dinger. Also, ich habe jetzt keinen rausbekommen. Naja, wie gesagt, ich habe vorhin auch 10 Stück oder so gemacht. Muss man mal schauen. Wobei, ich habe 14 Stück, also ich muss tatsächlich irgendwie passiv welche aufgenommen haben. Okay, den Stein kann man auch nicht kaputt machen. Was? Ja, man kann sehr weit in den Süden fliegen. Hier geht's auf jeden Fall mal weiter bei mir. Man kann sehr weit nach links fliegen. Wie groß ist denn dieser Raum? Holy. Bei mir geht's weiter. Ich erkunde lieber mal noch, ob es nicht noch andere Sachen hier gibt. Weil der Raum ist riesig. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Also es zeigt mal an, dass es nicht weitergeht, ne? Ja, aber es könnte ja trotzdem irgendwas da sein. Dass sie ziemlich lustig sind. Du kannst die Liebe hier drin. Du kannst die Liebe hier drin spüren. Ja, genau. Feel the love. Love is in the air tonight. Auf jeden Fall noch mal weiter. Und noch nicht gefunden. Wo? Nördlich. Ja, sagst du so einfach, aber irgendwie. Hier links. Ach, ist da ein dunkler Bereich. Okay. So viel zum Thema: dieser Pilzhut bringt was, ne? Oben. Ja, das ist aber tatsächlich dann echt spannend. Also bei mir ist Sackgasse. Dito. Und den ganzen Weg wieder zurück. Oben war da noch was? Sackgasse. Ne, war direkt Sackgasse. Dass man die Knochen da am Boden nicht mitnehmen kann. Ja, das dachte ich mir auch. Ah, bei mir ist wieder Ende. Oder? Ja. Also bei mir liegen Steine im Weg. Okay. Bei dir wieder so ein Labyrinth, oder? Ja. Yep. Feuerchen. Hast du schon? Ich habe ein Feuerchen gemacht, ja. Okay. Und da unten jetzt schon weiter? Nee. Okay. Hier oben geht's nochmal weiter. Hier ist nochmal ein ganz neues Gebiet. Okay. Aber hier geht's auch nochmal in einen anderen dunklen Abschnitt. Heißt, du warst zwischenzeitlich in dem nicht dunklen Abschnitt? Ja, wo es auch weiterging. Ah. Oh, ja. Klopf hier mal ein paar Steinchen. Hier ist ein Affe. Oh. Okay, aber dann ist es dunkel hier. Okay, zweimal ist nicht gut.
klappt auch nicht. Okay. Eins, zwei, nach unten. Das geht auch nicht. Ich versuche gerade eben blindlings dieses Ding zu machen. Okay. Bin entaffifiziert. Ah, du bist da, ja. Dann soll ich noch zu dir kommen, oder? Ja, ja, also ich weiß nicht, ob es da nicht noch andere Dinge gibt, also. Okay, okay. Also ich habe den Weg nach oben schon mal frei gemacht. Okay, also hier muss auf jeden Fall das Feuer an sein, sonst komme ich nicht weiter. Und da komme ich nicht hin gerade. Okay, hier ist der Affe. Also der Affe bin ich gerade, da geht's nicht weiter. Ja, ich gehe zum Feuer. Ja, das ist eine gute Idee, weil... Genau, wenn du da hingehst, müsstest du zum Feuer kommen und dann komme ich hier weiter. Ja. Ja. Ja, wenn ich richtig gehen würde. Zwei Wege. Ich nehme den falschen. War das hier jetzt der Weg, wo du gestanden bist? Nee. Ehrlich gesagt, nein. Jo, weil... Herzen. Herzliche Beziehung. Du spürst die Kraft derjenigen, die vor dir da waren. Ah, das gab hier so Beitrag, oder? Also muss, macht glaube ich keinen Sinn, wenn ich da auch noch hingehe. Oder? Ich weiß es nicht. Hier geht es nochmal weiter. Die Frage ist, ob das vielleicht dann der Weg war, wo du... Ja, da, ja, ja. Genau das müsste der wahrscheinlich dann sein. Das könnte sein, weil der führt hier außen rum. Ja, man, da kommt man ja tatsächlich verhältnismäßig schnell hin, aber der Raum ist riesig. Das war ja auch ein Labyrinth hier, ne? Ja, ja. Aber der war also gigantisch. Ja, stimmt. Das ist der Weg, den du gegangen bist, ja. Das heißt, es müsste hier oben dann weitergehen zu dem Durchgang, ne? Genau. Direkt wieder voll aufgefüllt. Okay, was habe ich denn hier noch? So, hier geht es auf jeden Fall noch mal weiter. Geht es rechts auch noch mal weiter oder geht es nur links weiter? Nur links. Ja, ist offen. Geode-Mode. Ach, warum bleibe ich hier immer... Warum bleibe ich hier immer hängen? Ach, da sind Steine, die man nicht sieht. Ja. Naja. Liegt aber an der Kamera. Weil... Oh, hier ist eine Höhlenmalerei. Die man nicht anschauen kann. My boat again. Wo pissst du? Ah, das ist eindeutig Kaffee. Oder ja, ein. Oder ein fünfäugiger Affe. Der fünfäugige Affe ist die des Rätsels Lösung. Ja, eins ist offen. Kann man da Wasser rüberschütten? Nein. Der Weg nach unten ist offen und der führt irgendwo hin zurück, wo wir schon waren. Ja, und nach oben kommen wir aber noch nicht, weil da müssen wir erst die Ding zu durchmachen, die. Ach, sag schnell. Diese Rankenwässer. Was sind wir denn hier? Beim Bärenraum sind wir jetzt hier. In der Nähe. Und was meintest du? Da oben sind Ranken. Die müssen wir aber erst noch... Ja, sag mir das doch. Wo sind die? Ganz im Norden. Ja, ich komme nicht ganz hin. Gerade. Ja, das wusste ich. Okay, aber dann würde ich sagen, lass uns zurückgehen. Da fehlt uns wohl noch was. Ja. Der nächstbessere Eimer. Genau. So, wie kommen wir denn da am besten runter? Hier runter, darüber. Das müsste es ja, glaube ich, sein, genau. Na gut, wenn wir jetzt Zinn haben, wahrscheinlich werden wir den nächstbesseren Eimer jetzt schon herstellen können. Ja, wahrscheinlich müssen wir halt mit denen reden, dass wir halt Legierung machen können. Und dann... Die liegen aber wahrscheinlich schon alle wieder in der Haie. Ja, ja. Ziemlich sicher.
dass man halt zurück zu The Land kann, ist halt der Bringer, muss ich sagen. Ja, das macht es deutlich einfacher. Nicht mehr unendlich lange mal wieder zurücklaufen. So, direkt den Kupfereimer herstellen lassen. Bevor sie jetzt noch ins Bett gegangen ist. Ich habe es gerade noch gestartet. Ja, ja. Gut, aber Kupfer ist ja die Stufe, die ich schon habe, oder? Weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich. Könnte sein. Ich kann ja schon 6 Felder bewässern. Achso, ja, nein, dann den habe ich den noch nicht, ja. Naja. Ja gut, den anderen konnte ich natürlich noch nicht herstellen, weil ich das einfach noch nicht habe, ja. Aber ja, weil die Idee halt noch fehlt, ja. Ich habe gesehen, dass ich noch auch eine kupferne Ho herstellen könnte. Oh, okay. Ja, da hängen wir dann tatsächlich ein bisschen hinten dran. Da sollten wir dann mal noch aufholen. Ach komm, wo ist denn das blöde Zeug hier? Da. Ja, doch damit dazu. Ich habe mich schon mal hingelegt. Ja, ja. Mach ich auch gleich. Ich wollte nur schnell noch einsortieren. Dass ich morgen damit. Oh. Noch den Edelstein dabei. Würde ich sagen, dass ich direkt ohne Arbeit morgen früh loslegen kann, aber ja, schade. Oh, da müssten wir jetzt aber auch mal wieder schauen, ob wir das irgendwas verticken. Und mit 1900. Kann gut sein, dass der Eimer teurer wird. Könnte sein. So, schnell mal speichern. Einmal den Hundi streicheln. So, was können wir denn alles ernten hier? Boah, wilder Fenchel. Nice. Wie viele Monate hat ein Tag hier? 30, oder? Ja. Ich melk mal deinen. Ein Reittier. Gönn dir. Damit wird es wieder schneller. Ja, was dann windstetiger wird. Ja, das Ganze ohne Beschleunigungslöcher. Sehr gut, das ist das Wichtigste. Ich kann auch Beschleunigungslöcher reinmachen, wenn du möchtest. Nein, danke. So schnell soll es dann doch nicht fahren. Also so ein Heuballen, so wie es aussieht, funktioniert wie das ganz normale Stroh auch. Also es ist nicht so, dass der jetzt dann ewig liegen bleibt. Die Frage ist, ob okay. Das einfach mehr sättigt, dass die einfach geiler drauf sind deswegen. Dass sie dann nur einmal in der Woche was essen. Also sie sind auf jeden Fall alles satt. Schauen wir hier. Die Chloe hat eine neue Idee. Ja, das ist ja das Legierung, oder? Und Ära noch. Oh nein. Waren wir bei Ära nicht? Habe ich mit der nicht das Zeug in die Hand gedrückt? Ja, ja, das ist aber schon wieder was Neues. Nur mal was Neues? Ja. Joa, verbibsch nur mal. Jetzt kommen plötzlich die ganzen Ideen raus, ey. Hey, kleines Mädchen. Was hast du für eine Idee? Wenn diese Metallsteine erwärmt, lassen sie sich gleich da bearbeiten. Das kommt von einem 5-jährigen Kind? Ja. Was wäre, wenn man es richtig, richtig heiß macht? Vielleicht so heiß, dass sie schmelzen? Das muss ich ausprobieren. What the fuck? Okay, 5 Zinn, 5 Kupfer, 5 Silber, 5 Gold. Müssten wir alles haben. Also alles in den Pott und einmal, ja. Einmal durchgehen, ne? Was kommt raus? So, was haben wir hier? Das sind Kupfer. Ja. Das ist Zinn. Das ist Gold, Silber.
Müsste passen, oder? Falsche. Opfergold. Zinn fehlt mir noch. Silber. Zinn fehlt mir noch. Habe ich hier vergessen. So. So, kleines Mädchen, wo bist du denn, damit du dann Feuerchen machen kannst? Vor allem das. Dass ein kleines Mädchen hier so ein Riesenfeuer anzündet und alle anderen sich denken, ja, ja, okay. Lass die ruhig mal machen, die weiß, wovon sie spricht. Ob so der Funken entstanden ist? Gut, dass unsere Hütten weit genug auseinander sind. Weißt du, was besser ist als ein gutes Werkzeug? Eine tolle Sache, zwei Werkzeuge. Genau, eine für jede Hand. Was? Sie hat mich gefragt, was besser ist als ein Werkzeug. Zwei Werkzeuge. Jetzt muss ich nur noch jemanden davon überzeugen, mich mit Feuer spielen zu lassen. Ja, okay. Wow. Gut, dass wir dir alles gegeben haben, Mädchen. Wir haben dir kein Holz gegeben. Ja, wir sind nicht verantwortungslos. Oh Mann. Erstmal küsse ich meine Frau hier. So. Aber die Frage, dann, was will denn Sinn machen? Dance ich mit ihr? Tag fischen, um Punkte für Contribution zu sammeln. Dann kriegt sie nochmal Geschenkel. Wo war gut? Am Strand war gut zu angeln, oder? Ja, Strand war gut. Immer okay. Recht gut hier. Beach. Wir haben einen Weg gefunden, Saftgebräu in eine saure Flüssigkeit zu verwandeln, die sich hervorragend im Salat macht. Ich nenne es Essig. Damit kannst du es machen. Wir haben Essig erfunden. Und einen Eimer haben wir auch bekommen. Wir nannte es zuerst Gemüse wählen stehen lassen. Aber dann haben wir es kurz Pegler genannt. Wow. Vinegar Pickling. Ja. Wir legen also Sachen jetzt in Essig ein. Cool. So. Cool, cool. Okay, sonst hat sie keine Idee. So, das heißt, wir haben jetzt hier. Okay, das ist zum Einlegen. Alle Biere, alle Weine, aller Met. Okay. Habe ich da noch irgendwas? Ja, Wein und Met, okay. Was muss man da machen? Genau, also Essig herstellen. Pökelfleisch. Das klingt doch gut. Das war separat oder kam das jetzt mit dem Essig zusammen? Wir müssen halt erstmal Essig herstellen und dann können wir da das mit reinlegen. Das heißt, wir müssen also ein bisschen Alkohol herstellen, ne? Könnten wir den Alkohol herstellen, Dinge vergehren lassen, gell? Das war das. Ja. Wilde Kartoffeln. Aus Kartoffeln kann man doch Kartoffelschnaps herstellen. Mit Sicherheit. Die Frage ist, was war nochmal das Richtige, ne? Nee, Saft. Fermentiertes Getreide. Also wir müssen erstmal saften. Aha. Okay. Das heißt, das ist kein Kartoffelschnaps. Das war Kartoffelsaft. Geht auch oder nicht. Kartoffelsaft. Aha. Kann man rote Beete pressen? Ja, kann man. Gönn mir einen Trilobiten nach dem anderen. Und wir müssten eigentlich genug Sachen haben, sonst nimm irgendwelche Tomaten oder so. Ich habe auch immer Tomatensaft dabei. Ja, ich tue gerade ein paar rote Beeten durchgehen. Ja, oder so. Also wir müssten eigentlich genug haben an Zeug. Die Frage ist, wie gut oder schlecht ist denn dann so Pökelfleisch? Ist das dann zum Verkaufen geil oder...
Wir müssen sie einmal herstellen, um es zu sehen, was es denn kann. Ob es was kann. Moment, bisher sind wir immer noch beim Sonnentrocknen. Außer wir brauchen halt speziell irgendwas für Stamina. Aber das haben wir, glaube ich, bisher einfach nicht. Ja, aber ehrlich gesagt, ich glaube auch nicht, dass sich das noch ändern wird in dem Spiel. Also. Aber dann wäre quasi die erste Methode, die du kriegst, Sonnentrocknen, durchgehend die beste. Das wäre auch irgendwie schwach. Ich habe so viele Dinge dabei und das ist genau kein neues Rezept, das ich damit machen kann. Das ist bitter. Ja. Jetzt komm, Ammonitas, tu nicht so. Lass dich fangen. Mann. Bewässert ist auch alles. Wäre sonst noch irgendwas offen? Nein, 2 Tage, dann ist das auch durch. Ein paar Minütchen habe ich noch, also komme ich auch noch zu dir runter. Ich meine, wir müssen halt jetzt abwarten, bis halt das mit den Legierungen da fertig wird. Dass wir die nächste Stufe kriegen an Tools. Und ich glaube, dann können wir halt eigentlich erst wirklich weitermachen. Amuschale. Nochmal Amuschale. Fischale. Ich sehe schon, jetzt ist hier gerade die Phase, Fische zu fangen, dass ich nachher länger fischen kann. Jetzt gerade die ganzen Zweier gekriegt habe. Ja, das Dreier hier. Ja, die Dreier sind tatsächlich echt super häufig. Wobei ich jetzt auch im Verhältnis echt viele Vierer hatte. Ich glaube, hier gibt es halt auch die meisten Vierer. Direkt wieder ein Zweier. Natürlich, er fängt 3 Fische direkt einen Rekord oder so. Nimm mir doch, dass der schneller ist. So. Wir haben noch einmal schnell einen gekochten Fisch. In der Hoffnung, dass der eine Spawn jetzt viel bringt. Da steht +1 Spawne, nicht nur. Und nicht, es spawnt nur ein einziger Fisch. Also die Ausbeute ist leider gerade ziemlich schwierig bei mir. Ja, halt sich in Grenzen. Sehen nur diese blöden Kubo-Medusas. Die sich jetzt auch noch hier querstellen. Ich krieg noch 2x4 hier.
Bin ich zweimal vier Fische, mir reicht einmal vier. Ich nehme auch zweimal fünf, aber... Nacht. Jetzt kommen eh bald neue Fische. Ich wollte sagen, wie es wird Nacht. Echt weit weg von Nacht. Müssen wir bei diesen Schnecken doch auch mal ein Level up haben, oder? Holy shit, ich habe einen Fünfer. Holy. Der ist richtig aggro. Ja, du bist ja der Superangler hier. El Anglos. Ja, läuft gerade nicht so gut, muss ich sagen. Ja, dranbleiben. Kämpf dich durch. Nimm den Spieß in beide Hände und steck ihn tief rein. Ah ja. Okay, hab ihn. Ein Matter. It doesn't matter. Ja. Na, kommt da nochmal ein anderer Fisch? Ja, ein Zweier. Ausgezeichnet. Na gut, er hat zumindest einen Fünfer am Tag. Ich habe so eine Zusatzerholung gerade. Das finde ich ganz krass. Die ist richtig viel, die Zusatzerholung. Okay. Und jetzt ist meine Zusatzerholung weg. Achso, deine Stamina? Ja. Ja, ich habe auch halt so ein Drittel von meinem Balken hängt nochmal links dran. Genau. Ja. Das kommt durch irgendeins von den Amuletten. Habe ich aber schon ganz lang. Nee, ich glaube ich noch nicht. Das ist eins, was wir echt früh gekriegt haben schon. Ja, komm, lass dich fangen, Ammonitas. Direkt zwei Vierer. Ersten zwei Spawns, direkt zwei Vierer. So, das wird glaube ich der letzte Fisch für heute sein. Dann gehe ich noch ein bisschen Bäume fällen oder so. Um den Rest meiner Stamina noch loszuwerden. Ich habe es tatsächlich nicht geschafft, meine komplette Stamina zu verbrauchen. Nee, ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, einmal gekochten Fisch genommen für mehr Fischspawns. Und das war's. Sonst wäre es vielleicht gerade so ausgegangen. Ich finde es echt krass, wie wenig das im Verhältnis verbraucht. Aber dass ich quasi den ganzen Tag nur geangelt habe und noch nicht mal durch bin. Ach, ich klicke doch immer durch, ne?
Warte, steht da drin? It has rocking out with metal. Under adult supervision. Okay, also irgendjemand passt da drauf auf, dass nichts passiert. Ein anderer. Ja. Jemand. Wissen wir, wer? Wollen wir es wissen? Es wird Sperdel. Ja. Ich will noch schnell meine Fische zum Trocknen aufhängen. Wäre, glaube ich, ganz gut, oder? Die fertig werden bis morgen früh. Du kannst es versuchen. Wann? Das ist jetzt das gesamte Feld. Ich muss ein bisschen Ding loswerden. Ja. Hast du übrigens nicht mehr so viel Zeit. Ja. Ich gehe da einfach immer irgendwo aufs Feld, wo halt noch hier Steine und jetzt Bäume und so rumliegen und mach das weg. Jetzt sind so gerade die Fische fertig geworden. Ja. Ja, gut. Machst du nix. Fangen wir mit dem River Overlook an. Also da unten ist jetzt was aufgeploppt, was Neues. Ah, dann sind wir aber durch, oder? Nee, ein bisschen Platz ist, glaube ich, noch. Gut, ganz unten der größere Felsen noch, oder? Nee, also da ploppen neue Icons auf. Ach so, oh, okay. Hast du die getrockneten raus, oder? Ja. Sehr gut. Ich hab einmal Honig dabei, das lege ich dann mal nach in die Kiste. Ja, theoretisch kannst du auch direkt verarbeiten, ne? Mäht? Ja. Okay. Ja, kein Mann. Da sind mal wieder Sachen an dem Baum. Und zwei Bäume. Eine Kokosnuss und eine Dattel oder so. Ich muss ich nachher nochmal aufsammeln. Ich hab gar keinen Platz mehr. Wir haben 6-mal wilden Honig hier drin liegen. Ich glaube, ich nehme das mal raus und mache da mal Met draus, oder? Ja, kannst du. Hey, was sind das jetzt? Ich komme mich da nicht dran. So, den Schweinen geht's gut. Das ist immer gut zu hören. Hier rein, oder? Ja. So, Fische sind beim Trocknen. Was verkauft denn unser guter Freund hier? Saphir, Zinn. Einen geräucherten Steinfisch. Was will er dafür? Oh. Fenchelsamen.
Hier, man kann tauschen. So. 40, den hier noch. So. Schmeißen wir da den Rest hier noch mit rein. Weißt du, wie viel der geräucherte Steinfisch wert ist? Nee, keine Ahnung. Das kann ich dir nicht beantworten. Das wären 120, das ist... Ich glaube nicht, dass das erreicht. Ich weiß ja nicht, was ein Steinfisch ist überhaupt, deswegen kann ich dir das nicht sagen. Gut, das haben wir, das haben wir. Was haben wir jetzt hier? Der Clan gedeiht. Na, meine Kupfergießkanne ist fertig. Sehr schön. Dann hole ich mir das Teil doch gleich. Ach, wenn ich mich hier nicht verrenne. Hast du die getrockneten Fische alles schon abgegeben? Ja. Hast du so grob eine Idee, was das bringt in Summe? Nee. Okay. Dann schreiben wir kurz. Überschlag's einmal ganz kurz. 800. Okay. 900. 1, 2, 2. Ja, 2, 1 würde ich sagen momentan. Okay. So, was können wir jetzt gerade noch machen, ne? Ja, ist die Frage. Entweder nochmal angeln oder zum Flight Simulator und halt den einen Raum da wieder abfarmen, wo die Sachen, die Steine und die Pflanzen immer spawnen. Ja, ich glaube, ich würde wahrscheinlich eher versuchen, gerade noch ein bisschen zu Fische zu bekommen. Dass wir ein bisschen Contribution voranbringen. Gut, Contribution wäre dann dementsprechend angeln, oder? Ja. Also ich glaube einfach, dass es uns gerade mehr hilft, da voranzukommen. Auch wenn es natürlich eher eine langweilige Art ist, aber... Wir werden das Geld eh brauchen. Naja. Gibt es eigentlich irgendein Equipment, was einen Plus auf Fisch bringt? Du hast doch eins, oder? Also es war halt mein Startbonus, aber... Ich meine, wir könnten natürlich schauen, ob wir was herstellen können, weil du kannst ja Schmuck auch upgraden, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Den Edelstein und dem Gold bzw. Silber können wir auch der Schmuck ja upgraden. Also von dem, was wir haben, ist mal nichts, was irgendwie was in die Richtung geben würde. Ich nehme die tatsächlich ab und an mal mit, dass ich die dann verkochen kann. Weil die bringen auch, weiß gar nicht, 50 Stamina oder so pro Fisch gekocht. Und da ist ja halt egal, was du reinschmeißt. Okay. Wenn sonst nichts kommt, dann... Bevor ich hier ewig warte, dass was kommt. Du bist doch schnell. Genau. Bist du noch schneller? Nein. Sagen, schwimmt er jetzt einfach aus dem Bild raus hier oder was? Ein schöner Trilobit. Oh, ich hab wieder einen Fünfer.
Dreier bei mir. Oh, der schnell. Heute ist Trilobitentag. Wird doch bestimmt wieder so ein Matter sein. Wenn man die Fische zumindest direkt erkennen würde, wenn du mal gewissen Skill hast, ne? Ja gut, wir wissen halt nicht, bist du mit, keine Ahnung, 5 Knowledge oder so komplett durch damit? Wo waren das? So, ja. Wo hat man das denn gesehen? Ah ja, hier. Fische. Ja, genau. Wir sind halt gar nicht so weit hier, ehrlich gesagt. Ja, was fange ich denn gerade hier immer? Und Gonny zum Beispiel ist immer noch Knowledge 2. So einer von den Viererfischen hier. Keine Ahnung, wie viel man da auch fischen muss, bis man wirklich mal die höhere Stufe hat. Das ist schon viel, finde ich. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es halt über Stufe 3 geht, also. Wir haben schon 4. Bei einem. Der Porcupine ist schon 4. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es über Stufe 5 geht. Ja, unwahrscheinlich. Ich meine, wenn du überlegst, wir farmen hier zusammen. Also, wir haben ja eigentlich doppeltes Auskommen. Und trotzdem sind wir nicht so gut mit der Erfahrung. Das finde ich schon krass. Also. Ja, ich denke, das hat eher was wirklich so auf lange Sicht angelegt ist. Nichts, was du im ersten Jahr schaffen können sollte. Oh. Ich glaube, ich habe einen von den Vierern auf 3 runtergepusht. Gonnys sind nur noch 3 wert. Oh. Hast du recht. Und da ist ein Fünferfisch, der bei mir jetzt durchzieht. Oh, nice. So. Problem ist jetzt nur, du musst jetzt halt auch die Dreierfische wieder anschauen. Bis du weißt, was es ist. Frage ist, ob du irgendwann die Fünferfische mal auf 4 runterbekommst, dass sie normale Fische werden. Also ich kann es mir nicht vorstellen, halt, aber. Die sind halt so selten. Das wird halt ewig dauern, bis du die halt so weit runterbringst. Ich meine, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, wir fangen 2 Stück am Tag, wenn du 20 brauchst, um einen Knowledge hochzukriegen, brauchst du ja allein 10 Tage dafür. Wo du nichts anderes als Fischen machst. Das ist schon echt viel. Der Vorteil bei den Goonies ist natürlich jetzt, dass du den halt sehr schnell dann bekommst, ne? Mir ist halt nur Müll am Start. Ja, ich weiß, das ist wahrscheinlich sehr langweilig, oder nicht wahrscheinlich, es ist sehr langweilig, uns nur beim Fischen zuzusehen. Aber auch das ist leider ein Part von dem Game, wo man einfach machen muss. Dieses Craften ist einfach essentieller Bestandteil mit. Das
muss man so, glaube ich, auch mal ganz klar sagen. Ohne das geht halt nichts voran. Ja, ich meine, da haben wir auch in den vergangenen Wochen schon drüber gesprochen. Ne? Die Minigames sind am Anfang ganz cool, aber ganz ehrlich, mittlerweile sind sie es nicht mehr. Ja, es ist halt ein Timesink, kann man einfach so sagen. Es ist einfach nur ein Timesink. Ja. Himpi, spielst du eigentlich Magic? Wir können ja hier ein bisschen talken, so während wir eben zu farmen, ne? Tatsächlich eigentlich nicht. Also ich könnte nicht mit gutem Gewissen Ja dazu sagen. Schade. Ja, klassisches Thema. Gerade eben ist ja das Herr der Ringe over Takeover Crossover gekommen, ja, genau. Und das find's, hat man natürlich direkt das eine oder andere vorbestellt. Gib's ja ehrlich zu, ich bin so ein Magic-Spieler. Und wenn natürlich dann noch Herr der Ringe mit dazu kommt, ja, bin ich natürlich direkt getriggert. Und allein wegen dem Artwork, würde ich sagen, lohnt sich das schon. Also es ist wirklich... Es ist wirklich ein schönes Artwork. Jawohl, neuer Rekord. Ist Magic nicht sowieso in Summe ein Franchise, das häufiger so Crossovers macht? In den letzten Jahren, ja. Also ganz zum Anfang war das noch nicht so der Fall. So, jetzt haben wir das erste Eingemachte, ganz kurz. 126 bringt das Eingemachte. 60 Ausdauer. Okay. Kann ich da... Wäre es natürlich interessant zu sehen, was der immer nur getrocknet bringt. Also es sind eingelegte wilde Kartoffeln. Das heißt, ich habe einmal Honigmet reingesetzt. Okay. Und einmal eine Kartoffel. Okay. Met bringt 30 als Essig. Oh, das ist dann aber krass. Eine Kartoffel bringt 24. Also von 55 mehr als verdoppelt. Ja, also... Das ist ganz okay. Jetzt lege ich so ein Sill rein, 42. Und Essig mit drauf. Also 42 und dann nochmal 30 von dem Essig. Heißt irgendwo so 72, wenn wir wahrscheinlich rauskommen normalerweise. 76 würde getrocknet sein. Das müssen wir uns halt jetzt mal kurz merken. 76. Mann, hier ist doch jetzt auch gerade nur Crap unterwegs, ey. Ja, will kein Turnus. Und das taugt nix. Ich meine, wäre natürlich schon krass, wenn du mit dem Eingelegten jetzt mehr oder weniger mehr daraus bekommst. Ja, wäre aber tatsächlich auch irgendwo verständlich, weil du kriegst ja nicht quasi nicht für einmal hinlegen deinen Essig raus. Da musst du aktiv zweimal verarbeiten. Ja, das... Du musst erst einen Saft machen, dann musst du das in dem Essig machen und dann musst du das Ganze nochmal einlegen. Und Essig ist was einfach über Zeit geht, oder? Genau. Okay. Also eine aktive Handlung und eine passive dann? Nee, also du musst zweimal schon in ein Gerät reinschmeißen. Also. Ja, genau, aber das eine Mal den Saft machst du ja selbst aktiv. Da musst du ja stampfen. Da wartest du ja nicht einfach, bis das fertig ist. Ja. Ich gebe noch ein bisschen Holz hier farmen, um noch den Rest meiner Stamina loszuwerden. Hatte ich vorhin nicht gesagt, ich müsste da oben noch von dem Baum was ernten? Vielleicht sollte ich das mal noch kurz abholen. Okay.
könnte sein. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ja. Da lag noch eine wilde Kokosnuss. So, und ich könnte auch schnell die ganzen Fische hier einmal abfarmen. Ja, ich habe mich schon hingelegt. Ja. Muss nur kurz abchecken, dass ich gerade die richtigen noch hier drauf schmeiß, die noch schnell fertig trocknen können und die anderen noch schnell zum Trocknen schmeißen. Ja, zum Abgeben schmeißen. Ja, ja, aber nochmal zurück. Also dieses Crossover, also in den letzten Jahren hat sich das ja stark gehäuft, aber mit dem Herrn der Ringe, muss ich sagen, sind da wirklich ein paar sehr schöne Sachen dabei. Unter anderem sind auch die einzelnen Ringe mit drinnen in Elbenschrift, also die, wo man den Menschen oder den Zwergen gegeben hat, als Sammelobjekte. Mhm. Und natürlich, ja, the one of one, der eine Ring, gibt es in mehreren Ausführungen. Das ist eigentlich ganz nett. Es gibt halt eine große Sammelausführung. Mhm. Das Lustigste ist aber, wer Legendary ist und wer nicht. Gandalf ist zum Beispiel nicht legendär, sondern nur Silber. Ja, schade, Gandalf. Boromir ist legendär. Ja. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel, das wir gerade eben gemacht haben als Umsatz. Nee. Nee, 7000. Ja. Wir müssen ja vorbereitet sein. Wird mir ja stinken, Gandalf, ne? Ja. Ne, ich kam bloß drauf mit, machen die es nicht häufiger, weil ich irgendwie so im Kopf hatte, dass es einen Crossover Magic und Godzilla gibt. Ja, das gibt's auch. Da hatte ich damals Karten in dem Magic Arena sogar geholt, also in dem Online-Play, in dem Online-Game. Wo es dann mit ja, so eine Art Evolution, wo die Tiere sich da selbst verschlingen und weiterentwickeln. Wo dann Moterra und Godzilla und das alles mit dabei ist. Da wäre übrigens noch einmal Honig auf dem Feld. Ja, ich bin gerade nur dabei, Dinge wegzubringen. Ach, du bist nicht getrocknet. Genau, 76 war der getrocknete. Ja, genau. Ich meine, wenn das natürlich funktioniert, dass du da mit Billigfischen, die du da reinschmeißt, halt direkt hohen Aufwand bekommst, das wäre natürlich schon geil, ne? Ja. Ja, du bist schon wieder so wollig. Ich muss dich schon wieder scheren. Mann, 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 das Jack. Das ist auf 24, aber macht man auch nichts mehr sehen. Macht auch keinen Sinn. Ah, Arta ist fertig mit ihrer Idee. Okay, ja, oh. Ich gehe gleich hin. Und wir haben diesen Overlook fertig. Der ist rechts unten. Okay. Das ist Uzi. Felle und Eier hier wieder in die Kiste rein. Ah, du hast ja noch leer gemacht, oder? Ah ja, sehr gut. Ja. Was lohnt sich denn jetzt noch hier zu trocknen? So, der Overlook, wo ist denn der Overlook? Rechts unten. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Ah ja, das sieht man. Noch schnell her, mal die. Muss eh in die Richtung, weil da ein Ausrufezeichen ist, ne? Ja, Art heißt du. Das kleine Kind hat endlich Feuerchen machen dürfen. Ja, unter Aufsicht. Wohlgemerkt. Garrick und ich haben Kupfer geschmolzen und dann ein wenig Zinn hinzugefügt. Das Ergebnis war ein Metall, das noch stärker ist als die beiden Metalle allein. Ich nenne es Bronze.
Garrick hat das aus Gold und Silber hergestellt, Metall Elektrum genannt. Sachen einen Namen zu geben, ist nicht so sein Ding, aber das ist okay. Jetzt muss ich dir nur noch unterstützen, damit mein Vater die Werkzeugstation upgradet. Er denkt offenbar, dass Kinder nicht zum Spaß Metall schmelzen sollten. Weiß ja nicht. Hat er aber auch. Ein kleines bisschen hier Feuerchen machen, ne? Also. Raminen-Achievement. Und das gleich machen. Können wir, warte mal ganz kurz. Was haben wir noch? Ja, ich gehe schnell in deine Küche, um ein bisschen, um ein paar Fische zu braten. Meine Küche, du Sau. Warte. Warum die, kann ich. Die räumst du aber auch nicht auf, verstanden? Warum kann ich die nicht kochen? Das? Ich halt. Na gut. Dann wäre die Mistding halt doch getrocknet. Naruto. Chungal. Warte kurz, bin noch nicht da. Ja, wobei, kann sie auch so machen. Gibt ja wahrscheinlich keine Sequenz. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwas zum Metall abbauen oder sowas. Wächst dieses Ding jeden Tag hier? Oh mein Gott, ist das der Infineon-Handschuh? Oder wie heißt der nochmal? Infinity Gauntlet. Ja. So, was hat es hier gegeben? Du hast das. Erzertrag plus 5. Genau, Erzertrag höher ist. So. Aber jetzt ist die Frage: Müssen wir zum Builder gehen, dass der die Toolstation verbessert, oder gehen wir zur Toolstation selbst, um sie zu verbessern? Ich vermute, dass wir Tag warten. Also ich kann mir vorstellen, dass wir beim Builder sagen müssen, Upgrade. Ja, du kannst ja Gebäude aufrüsten. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das so läuft. Nachdem ich gerade eh schon neben ihm stehe. Ja, ich arbeite schon an einem Gebäude. Komm wieder, wenn ich fertig bin. Also, er updatet das automatisch. Ah, sehr gut. So, jetzt schauen wir mal den Overlook auch mal noch schnell an. So. Ich war da nämlich noch gar nicht. Fancy. Nutzlos, aber fancy. Ja. So, wie war das? Hier konnte man doch reden, ob man mit jemandem schon. Wo ist denn. Dating habe ich alles. Liebt Perlmut, okay. Geh mal ein paar Bäumchen fällen. Wird hier mal ein bisschen gerodet. Gehen wir nochmal auf die Suche nach Perlmut. Ja. Dem, dass meine Holde mag und ich sie eigentlich gerne endlich zum Abschluss bringen würde. Ist das nicht irgendwas, was in der Fischkiste liegt? Ist das nicht dieses regenbogenfarbige? Ja, doch, genau. Davon müsste eigentlich noch zumindest ein bisschen was in der Kiste sein. Ja, liegt ja hier am Strand auch öfters mal rum. Was ist das? Ein toter Segel. Ach, Seetang. Wow. Ja. Wie viel ist das echt wert? Alles an Muscheln mitnehmen, was hier ist, ne? Ja. Immer gut. Wer weiß, wem man als nächstes das Herz bricht und bei wem man sich wieder einschleimen muss. Ja. Wäre ja nicht das erste Mal. Ich lasse das einfach mal so im Raum stehen. Nein, ich hab's als Videobeweis, das wäre nicht das erste Mal. Ich weiß. Diese blöden Belemniten, ey.
Diese Palme geht mir jetzt auf die Nuggets. Nein, ob sie deren Spitzhacke. Da. Als wenn du hier einzeln auf dieser kleinen Insel wachsen dürftest. Hier. Ausgerottet ist die Palme. Und du denkst, du denkst, du kannst hier unter dieser Palme dich hier in Schatten suchen? Nichts da. Weg da. Du Monster. Ich bin nur praktisch veranlagt. Er wollte doch mehr braun werden. Man hat zwar echt keine Stamina mehr, aber ich glaube, ich gehe mal kurz in die Mine und gehe mal ein bisschen was farmen. Datteln? Nichts Datteln. Ja, eigentlich wäre Mine nicht schlecht, gell? Wir würden mit Sicherheit noch mal mehr Zinn brauchen. Ja. Ich komme auch mit rein, ich bin hier am Rand. Ja, a hearty room wahrscheinlich wäre besser. Das ist ein harter Raum. Ja. Also ich fange im hearty room an. Gemütliches Zimmer oder wie? Ich weiß nicht, wie es bei dir heißt. Naja, macht ja, könnte ich mir vorstellen. Ja. Ein herzliches Räumli. I've been walking on the railroad. Das ist nicht so die beste Idee, aber mit denen hatte ich noch gar nicht gesprochen. Ach ja, das Labyrinth. Ich weiß gar nicht, gibt es da einen anderen, schnelleren Weg momentan? Ich glaube, wir haben noch keinen, oder? Bear Room oder Pacha's Pair of Rocks und dann nach links oder rechts und dann hoch. Aber es spawnt jetzt auch, zumindest hier in der Gegend, spawnt jetzt auch Zinn. Also man muss gar nicht unbedingt in den Räumen sein. Ach, Mona. Gold. Da. Warum hier irgendwie Steine drauf sind, ist komisch. Ah, ich sehe schon. Mal Kupfer und Zinn werden halt die Dinger sein, ne? Ja. Also Zinn ist tatsächlich echt nicht so häufig. Sprach er, packte die Bärenkralle aus und holte Zinn raus. Apropos, ich habe 15 Stück. Nerv nicht, ich will da durch. Wait. Ich habe eine Bärenkralle verwendet und ich habe immer noch 15. Du hast halt direkt wieder eine bekommen, ne? Scheinbar, okay. Bin bei meinem Bärenkralle wieder nicht durch Wände. Ich bin bei meinem Bärenkralle jetzt auf 0 runter. Oh, krass, ne. Ich habe jetzt noch 13. Ich muss mal schauen, vielleicht habe ich die auch irgendwohin abgelegt. Schon spannend. Also bisher wäre es mir zumindest noch nicht aufgefallen, dass ich wirklich mal aktiv eine gedroppt gekriegt hätte. Doch, ich habe schon einige gesehen. Aus, nichts ausruhen hier. Zack. Jo, okay, das war vielleicht ein bisschen zu overpowered.
Hatten wir nicht so eher am Anfang super viele Steine auf einem Haufen? Jo. Oh, hier oben ist die Tür aufgegangen, wo wir nicht weiterkommen. Oh, sehr gut. Immerhin ist sie offen. Ich glaube, diese super vielen Steine... boah, ist recht, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo das war. Ich dachte auch, es gab da einen Raum. Ah, jetzt habe ich eine Bärenkralle gefunden gerade. Es ist aber tatsächlich auch nicht... Du musst mindestens 10 Steine oder sowas treffen. Wirklich einfach random. Glaube ich. So, wo geht's hier? Die Richtung will ich, okay. Ich begebe mich schon wieder langsam raus aus der Mine. Ja, ich habe hier schon dreimal oder so gefuttert, um Stamina aufzufüllen. Also ich will hier durch. Oh, das ist alles Gold. Wobei auch die Frage ist, wozu Elektron dann gut ist, ne? Ja, puh, gute Frage. Bauen wir jetzt denn doch Computerchips? Gold und Silber, Mein Bronze wäre eigentlich so der logische Schritt. Ist Gold und Silber jetzt auch nicht mehr bei Edelstein? Gold, oder? Du sortierst das doch. 76, wo sind wir hier? 114 bringt das jetzt. Okay. Also ist zumindest mal nicht verdoppelt. Also ist schon noch eine Ecke mehr, aber zumindest nicht verdoppelt. Ich würde sagen, eine gute Ecke mehr, ne? Ja. Warte mal, sieht man? Frage ist, wenn wir so einen großen Fisch reinschmeißen, ist es unterschiedlich, was wir da für einen Fisch reinschmeißen? Das würde ich gerade mal versuchen. Hm. Okay. So ein Guni hat 151. Ja. So rote Beete kann man auch im Winter anbauen. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Guni einlegen, was kommt denn dann raus? Okay, den kann ich gar nicht reintun. Oh. Ach, weil der schon getrocknet ist. Ah, oh, okay. Wir bräuchten einen nicht getrockneten. Okay. Aber das könnten wir mal probieren, weil das wäre halt spannend. Vielleicht das sollte es aber recht schnell haben. Weil vielleicht wäre das nochmal ein übelster Boost für diesen Fünferfisch. Ja. Ja, können wir gerne ausprobieren. Jo, das Wandgemälde hat's schnell, ne? Ja. Okay, 3000. Wir tragen aber auch gerade auch echt viel bei, muss man sagen. Ach, jetzt hauen wir's gerade raus. Ja, wenn man sich halt wirklich mal so einen Tag dafür halt Zeit nimmt, zu angeln, dann geht da halt auch was. Oh, nehmen wir die noch schnell mit hier. Laufschafi. Sehr schön. Pumpkins noch schnell auf Stufe 2 gebracht. Bevor jetzt dann der Winter kommt und alles kaputt gehen wird. Ach, come on. Irgendwie bin ich mit der Steuerung immer noch nicht so ganz konform.
Mir passieren auch ständig noch irgendwelche Missklicks. Ich drücke zum Beispiel auch ständig E, wenn ich irgendwas benutzen will. Und dann geht immer das blöde Tanzen-Kontextmenü da auf. Kannst dein Reittier übrigens melken. Kann ich nicht. Hab das Tool dafür nicht. Da. Melken Sie das Tier da. Ich will es mitnehmen wieder. Was? Steinbock kann in etwa a Tag geschoren werden. Ich dachte, man kann das melken. Ja, dachte ich auch, weil das andere konnte ich melken. Warte, dann kann ich das sogar noch schnell alles ablegen hier. So. Mademoiselle? So, dann ist denn die Toolstation dann ready? Alter Mann, genau, da wollte ich mal schauen. Okay, also es gibt Sachen, die wir neu herstellen können. Da, Fischleich-Accessoire, Köderhalskette. Plus 5 Fischleich. Pflanzenfaser und Peridot. Okay. Fischfangen gibt es dann auch noch mal eins. Knochen und Saphir. Fackelertrag, Kondition. Tag beim Sammeln. Schenken erhöhen. Okay, also man kann auf jeden Fall upgraden, wenn du sagst Fischen, wäre das Pflanzenfaser Peridot, also 5 Peridot und 20 Pflanzenfaser und 5 Knochen und 5 Saphir. 4 Zutaten? Ja, für 2 Schmuckdinger. Also ich vermute mal, Fischleich steht für mehr Fische, die du findest. Ja, das würde mir reichen. Das war Fasern und Peridot, oder? Ja. Uff. Das heißt, ist schon nicht so wenig, muss ich sagen. Ich würde gern vorbeikommen. Schau noch mal bei mir vorbei, wenn es dunkel wird. Okay. So, wer war das? Wer das macht? Der Old Man Joe da mit seinen Fellklamotten. Mock. Mock. Ist gerade rüber in den Wald gegangen. Kannst mir einfach folgen, ich weiß, wo er ist. Ich habe jetzt extra 2. Okay. Video. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ist das nicht der clevere Typ, den wir zu Clan-Duell geschickt haben? Ja. Ich habe über Äste im Wind nachgedacht. Ja, okay, du bist also sehr schlau. Gleiche Kraft anwenden könnte, um einen Baumstumpf zu bewegen. Ja, Hebel. Ja, danke, Aristoteles. Ja, aber es rutscht raus. Okay. Brauchst du vielleicht einen Stein? Ja. Jetzt auf den Fuß. Ja. Cool, er findet gerade die Hebelkraft, cool. Eine Force, ein Schieber, ein Heber. Ja, Force ist ganz gut. Ein Lifter. Ein Heber. Ja, du bist auch seltsam. Das war überhaupt keine großartige Idee. Hallo, die anderen sind nicht draufgekommen.
Wir schlagen bisher einfach mit der Axt da drauf ein und dann kommt Holz raus. Warum sollen wir es raushebeln? Du hast noch niemals einen Baum gefällt, oder? So, wo ist hier der Accessoire-Mensch? Folge mir einfach. Ja, mach ich. Du steckst da irgendwo fest. Ja, mach ich. Was bist du denn für eine? Kenn ich dich? Mach die Yoga? Ja, ich folge dir nicht länger. Da gibt ja nicht mehr so viele Leute. Hallo, ich tanze einfach mit Reese. Macht irgendwer von euch Accessoires? Nein. Weiter nach Norden. Es ist der Typ ganz im Norden oben. Ja, der unter dem Wasserfall. Also hätte man quasi auf der anderen Seite in Forest spawnen können und von da aus runterlaufen. Und wäre schneller gewesen. Jo. Ich kann. Mann, ey. Ich hab bloß einen halben Pixel Breite, wo ich mit ihm interagieren kann. Er tanzt, während er mit dir redet. Ja, lass ihn doch, wenn er Spaß dran hat. Wir tanzen mit dir. Fish spawn und Fish catching. Okay, mehr Fish spawn oder mehr Fish catching? Gute Frage. Also spawn ist, glaube ich, schon mal das, was du willst. Viel Spaß beim Tanzen. Wir haben dich gerade so schön angedanced, mein Freund. Eigentlich willst du doch beides haben und das hochleveln. Ja. Eigentlich ja. Cool. Ja. Motte! So ein Mistviech. Nein, ach so, eigentlich, ja. Ja gut, von hier aus in die City ist wahrscheinlich schneller, gell? Nein, nicht tanzen! Ja. Lass mal schön vor dem Eingang tanzen. Oh, mächtiger Eingang, vielen Dank für deine Portfähigkeit. Dance, dance, dance. Eigentlich müssen wir mal schauen, ob wir Magic Arena nicht auch mal gegeneinander spielen können. Das wäre vielleicht auch mal eine schöne. So ein One-Shot, den man machen kann. Okay, Kupferhacke. Aber eigentlich will ich keine Kupferhacke, ne? Ich muss auf jeden Fall, wenn es dunkel ist, zu meiner Holden. Die möchte mich sehen, wenn es dunkel wird. Ich soll zu ihr nach Hause kommen. Mhm. Nimm mich da wieder nicht mit rein, bitte. Ich habe auch kein Interesse, dass du da dabei bist. Ich wette mit dir ein, Garbanzo sieht, dass ich die Zwischensequenz auch krieg. Ich hoffe nicht. Blöder Dattelbaum hier, weg mit dir. Ein bisschen die Arme trainieren. Warum gerade die Dattelbäume? Warum gerade die Sachen, die was bringen? Weil Dattelbaum. Okay. Hast du da so einen persönlichen Groll gegen Datteln? Ja. Okay, okay. Oh, da ist ein Goonie. Da ist ein Goonie.
Wird doch direkt mal mitgenommen und danach hier eingelegt. Du bist Flint, oder? Ja. So, direkt zurück, ne? 151 müssen wir uns merken. Hallo, kleine Pyromanin. Auf die müssen wir aufpassen. Die wird irgendwann das ganze Dorf abfackeln. Gott sei Dank steht mein Haus ein bisschen weiter weg. Hat den Grund, warum ich drauf bestanden habe, ein bisschen weiter weg zu bauen. So, was haben wir denn hier noch? Okay, das passt alles. Ja, was mache ich die letzten Stündchen noch? Ja, komm, ein, zwei Fischchen werden schon noch gehen, ne? Wie viel Flint ist denn hier plötzlich gespawnt? Es ist aber auch nicht so, dass irgendwie so in den niedrigeren Bereichen dann eher mehr so Clowns spawnen oder so. Weil du ja theoretisch so das Flintzeug schlägst du mit einem Schlag kaputt. Deswegen dachte ich, vielleicht kriegst du da dann in Summe auch einfach mehr raus. Aber ne. Hier geht's auch nochmal weiter, oder? Ich bin erstaunt. Entweder stürmt das bei uns so oder mit den Kopfhörern und hier der Spielesound ist sehr überzeugend. Das kann ich dir nicht beantworten. Ja gut, an der Stelle muss ich sagen, die Kopfhörer sind schon sehr schön. Also haben schon einen sehr guten Klang mit. Und der Sound des Spiels ist auch gut. Ja, deswegen ja. Wenn du da gute Kopfhörer mit einer schönen Klang oder mit einer schönen Bühne hast und dann noch einen guten Klang hier, man möchte es nicht meinen. Also wirklich, Gaming-Headsets sind ja alle schön und gut, aber wirklich gute Kopfhörer, die dann auch in Richtung Studio-Kopfhörer oder sowas gehen, das ist halt schon mal eine ganz andere Hausnummer nochmal, ne? And it's gone. Hast du noch ein Weilchen, bis dein Date losgeht? Und ja, es ist wirklich im Spiel. Ja, cool. Ja, es ist krass, wenn du so einen Kopfhörer mit einer Klangbühne hast, wie sich das verhält. Ich würde mir auch nie mehr einen Gaming-Kopfhörer holen. Ich glaube, wenn du einmal das hast, da gebe ich gerne ein bisschen mehr Geld aus, wenn man das mal als direkten Vergleich mitbekommt. Wobei ist natürlich immer klar, die Frage ist immer, was möchte man ja? Na, natürlich, was für Ansprüche hat man da auch? Genau. Ich meine, gute Gaming-Kopfhörer sind natürlich schon auch vom Klang her super. Aber du merkst, wenn man mal den Unterschied hat und wirklich ein bisschen klangaffin sein möchte, du merkst dann schon den Unterschied. Vorausgesetzt natürlich, man hat auch eine Soundkarte, die ein bisschen höhere Bit- und Hertzzahlen darstellen kann. So, bist du hier? Volles Inventory. What? Was? Schau nochmal vorbei, wenn es dunkel ist. Ja, halbe Stunde noch. Tück, tack. Dance ich mit dir noch ein bisschen. Wie bei ihr halt immer nur dieser Poncho auf und ab geht. Schau noch mal vorbei, wenn es dunkel wird. 5 Minuten, es ist 8 Uhr. Meld dich später bei mir, dann können wir gehen. Wie? Ja, später. Wie viel später möchtest du noch? Es ist nach 8. War das nicht deutlich genug?
Gar nicht. In 10 Jahren mal. Pass auf, passt, dass ihr nicht auf den Herzensbruch-Knopf kommt. Das wäre schlecht. Aber ich bin echt gewillt, da drauf zu klicken. Kommt da nicht extra nochmal eine Abfrage? Ich meine, du hast es ja schon mal gemacht, du musst es ja wissen. Also jetzt ist es schon ziemlich dunkel. Ich habe vom letzten Spiel zu jetzt fast alles vergessen von dem Spiel. Was erwartest du? Also jetzt ist übrigens schon ziemlich dunkel geworden. Ja, sie will immer noch. Ich würde gern vorbeikommen. Meld dich später bei mir. Okay. Ihr Vater ist im Bett. Hast du Lust auf ein Picknick am Strand mit mir? Es ist mitten in der Nacht. Gönn dir. Alter, da hat sie ganz schön was vorbereitet. Ich wollte, dass unser Date etwas ganz Besonderes wird. Ist das die Palme, die du gefällt hast? Ja, sie ist wieder da. Der Vogel hat sie neu gepflanzt. Also habe ich ein paar Leute um Hilfe gebeten und... Wie ein paar Leute. Nun, sieh dir das an. Ich habe dir von Adas Ratschlägen zur Selbstfürsorge erzählt. Ah, okay. Es wäre so witzig, wenn ich jetzt an die Stelle gehen würde und da dann einfach in dieser Zwischensequenz auftaucht. Einfach tanzen anfangen. Es geht nicht nur darum, nett zu sich selbst zu sein. Ich weiß nicht, ich habe hier immer zweideutige Anspielungen. Du musst anderen auch nett zu dir sein lassen. Okay. Mhm. Ich hätte das alles niemals alleine schaffen können. Liegt jetzt gleich der Poncho zur Seite. Ich möchte dir noch etwas zeigen, das ich gelernt habe. Okay. Hoffentlich klappt es. Hallo, mein Kleiner, komm her, süßes Vögelchen. Gib mir Tiernamen oder was? Hast du gerade getrötet? Also, ob du das hörst? Ja, genau. Okay, dann muss ich jetzt tatsächlich dahin laufen. Bist du nicht ein freundlicher Mensch? Ja gut, die Zeit ist bei der EA eingefroren, oder? Ja, ja, du bist echt dabei. Der Baum ist immer nicht da. Was, ist der Baum da oder nicht? Nein, also. Hier ist gar nichts, hier ist komplett leer einfach. Ich hätte gelacht, wenn du jetzt herkommst, was einfach den Baum gefällt. Doch, doch, doch. Hallo, ich bin hier auf dem Date. Könnten Sie bitte ins Timeshifting gehen? Weil dass ich einfach durch die Saat so durchlaufen kann. Dann, hallo? Bist du nicht ein freundlicher Mensch? Ui. Ich habe so einen romantischen Moment und du machst ihn wieder kaputt. Ich habe mehr Zeit damit verbracht, Vögel zu beobachten und gelernt, wie man mit ihnen kommuniziert. Nicht super gut, aber ich zeige es dir. Ist schon gut, Kleines. Geh und sag Hallo. Genau, komm auf meinen Pilzkopf. Jetzt bin ich eine Hexe. Mein Herz flattert, wenn ich dich nur ansehe. Es sind halt auch noch andere so Leute am Strand. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Hocker sagt, dass Vögel immer erkennen können, wenn jemand ein gutes Herz hat. Es ist also kein Wunder, dass ich dich liebe. Ja, tut mir leid, ich will das nicht. Ich will nicht dasselbe. Ja, komm, wir bringen es zu Ende. Ich glaube, unser Freund ist einverstanden. Mir ist scheißegal, was dieser Vogel da macht. Ich weiß, dass ich das tue. Hä? Was? Ich kann mir nicht vorstellen, mein Leben mit jemand anderem zu teilen. Sag nichts. Willst du dich mir in einer Union anschließen? Ich hoffe, das ist eine falsche Übersetzung. Tja, was sage ich? Sag nichts oder... Musst du jetzt letztendlich wissen. Ja,
Ich hoffe, wie gesagt, die Union ist eine falsche Übersetzung. Nein, we'll join a union. Ja, aber würde ich das nicht anders übersetzen, oder? Eine Verbindung eingehen? Naja, das passt schon. Also willst du dich mir in einer Union anschließen? Ach so, ja. Nein. Ja, gut, ist halt einfach eins zu eins der englische Begriff übernommen. Ich kann es kaum erwarten, neben dir aufzuwachen. Okay. Wait. Okay. Ihr habt in 4 Tagen eure Hochzeit übrigens. Klammer auf, lokal Doppelpunkt du oder Main. Wollte gerade sagen, wo bin ich denn hier? So, und scheiden. Aber es ist spannend, also es hängt tatsächlich dann quasi, die Heirat hängt am Gebäude. Weil den Stand habe ich quasi ja mit Ibon auch schon, aber schon echt lang. Und da ich die Sequenz und hier dieses Join in Union noch nicht hatte, muss das einfach an der Hütte liegen. Also, sie will sich dir nicht in eine Union anschließen. Nee. Keine Union hier. No Unionos für dich, Os. Ja. Wir haben hier noch ein paar Fischchen, ne? Hey, wir haben noch 4 Items, die wir nicht kennen. Wir haben noch ziemlich viele craftbare Sachen, die wir nicht kennen. Wir haben noch sehr viele Tiere, die wir nicht kennen. Aber es sind alles nur Varianten immer. Wir kennen alle Bäume. Ja, vielleicht kann man die züchten. Ich meine, keine Ahnung. Vielleicht, wenn du mit einem Schwein mit einem Strauß, kommt vielleicht ein Esel raus. Ja. Und so eine Chimäre raus. Ich fress. Irgendwo muss das ja auch herkommen. Jeder Tag meiner Existenz ist grausam. Töte mich. Ja. Genau so ein Ding. Wenn du so ein Ding hast. Aber unsere eigenen Flüsse, das klingt doch gut. Das klingt gut, lass das machen. Das klingt gut, lass machen. Klammer auf, Lokal, Doppelpunkt, du oder Klammer auf, Main, Klammer zu und Iole werden in die... Ja, ich glaube, diese Übersetzung ist dort nicht ganz korrekt. Der Hebelmann hat eine Idee. Gut, dass wir ihn zu Clan-Duell geschickt haben. Ach komm, als ob wir jetzt da genau zum Winter hin Bewässerung kriegen. Muss sich doch lohnen. Komm, das ist doch jetzt Quatsch. Gut, immerhin, dann ist eh egal, weil dann können wir uns. Im Winter werden wir eh nicht super viel anbauen können, glaube ich. Warte doch mal ab, wird sich zeigen. Ja, also tatsächlich, wenn du die Sachen anschaust, die man so machen kann, gibt es tatsächlich ein paar Pflanzen, die im Winter wachsen. Also ich meine, vielleicht werden wir. Hey, schwere Zunge. Vielleicht werden wir den Winter wirklich nutzen und eher hier dann nochmal umcraften oder halt unser Layout ändern fürs Anpflanzen. Ja, ich meine, vielleicht ist es ja wie ein Stadio, dass einfach da quasi hier alles zurückgesetzt wird. Warte, er ist doch jetzt fertig mit der Toolstation, oder? Ich kann mir ein Werkzeug bestellen. So, warte mal, was wird denn dann Sinn machen? Wenn es einen neuen Eimer gibt, mache ich den Eimer, oder? Ja, was gibt's denn hier? Das gibt's. Wahrscheinlich werden wir das brauchen, ne? Ja, es gibt all das quasi. Was braucht man dafür? Für die Axt, Hartholz, Kupfer, Zinn, 15, 20, 15. Für den Hammer 15, 20, 20. Für die Sichel 30, 20, 15. Na okay, nachdem wir da... Dann würde ich das Zinn mal splitten.
Hier und hier reinlegen. Ich, und das ich bräuchte 20 Zinn und ist 25 hier, Kupfer. Ist hier, glaube ich. Also Kupfer haben wir mehr als genug. Liegt hier in der Truhe. Also ich habe es gesplittet. Ja, dann würde ich direkt halt mal den Eimer machen, dass wir da halt weiterkommen. Jetzt werden wir dann eh nicht mehr brauchen. Ja. Vielleicht, warte mal kurz. Vielleicht sollten wir erstmal schauen, was Garrick für eine Idee hat. Und was der möchte dafür. Ja, ja, ja. Nicht, ja, dass wir jetzt alles verbraten und zum Schluss braucht er das. Ja, ist okay. Garrick! Du Sackgesicht, was willst du denn? Als ich den Fluss beobachtet habe, wurde mir etwas klar. Auch wenn er trocken ist, sind die Pflanzen am Ufer immer noch saftig. Was wäre, wenn das Brunnenwasser wie der Fluss überirdisch fließen könnte? Das würde die Bewässerung der Pflanzen beschleunigen. Da kommst du jetzt drauf. Ich glaube, mit den richtigen Materialien könnte ich etwas Passendes erfinden. Ja, nennt sich Loch im Boden. 10 Kupfer, 10 Zinn, Yarn und Mushroom. Garnpilze, okay. Von Garn habe ich keine Ahnung. Garn müssen wir, glaube ich, spinnen. Das könnte sein, dass wir Fell in die Ding reinsetzen müssen. Hm. Ja. Fell in ja, die Spinnerei. Sinnvoll. Ja. Und Pilze nehmen wir einfach einen von den gewöhnlichen Pilzen. Aber dann mach ich jetzt trotzdem den Eimer. Was ist der Goonie? 198 ist der Goonie dann wert. Oh, läuft. Also ja. Es ist, glaube ich, 20 oder sowas. Hm. Nee, 40. Ja, nur, 40 ist es besser. Nur kurz, den Eimer mache ich jetzt. Dass ja. Wir halt in der Mine weiterkommen. Ist da der Eimer wirklich... Ja, 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 stimmt. Nimm den Eimer. Weil der ist da 3x3. Und dann kommen wir eben zu den Vines da hoch, zu diesen Ranken. Ja, Wildschweingarn. Das berühmte Wildschweingarn. Ja. Ja, ich tue gleich mal ein bisschen mehr produzieren. Ja, mach das. Wir müssen, glaube ich, nur aufpassen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das bewässert, glaube ich, immer links und rechts ein Feld. Und in der Mitte macht es, glaube ich, 3. Da müssen wir dann nochmal schauen, wenn ich das richtig mitbekomme. Müssen wir da ausprobieren dann, ja. Genau. Aber dann würde ich jetzt... Also es hat mich jetzt 800 gekostet, der Eimer und Contribution. Also ich würde jetzt tatsächlich in die Mine gehen und würde einfach nochmal ein bisschen farmen. Weil ich denke, Zinn, Kupfer brauchen wir quasi eh unbegrenzt viele gerade dann. Ja. Wo haben wir denn Pilze? In einer von den normalen Farmtruhen. Nimm nicht diesen komischen. Weil davon haben wir, glaube ich, nur 2. Also nimm entweder den Fliegenpilz oder den braunen da. Ja, Fliegenpilze haben wir mehr als genügend. Gut, und einen Hammer bräuchten wir dann auch noch geupdatet. Ja, das könnte ich dann machen. Kommen. Aber ich will jetzt erstmal jetzt die Forschung starten, ne? Ja, ja. Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Er flieht vor dir. Come on. Wo ist der Typi? Da unten. Als wenn er einfach nur 5 Meter weiter nach unten geht. Und mit deiner Holden anbandelt. Schaut sich 2 Steine an. Jawohl, krasse Steine. Hat er gerade eben gesagt, die Pilze sind am wichtigsten? Die zieht sich erstmal einen durch. Ja. Gönn sich erstmal ein paar Shroomies. Ey, nimm das, was du hier kriegen kannst. Der Bronze. Sonst verhungerst du. Was willst du machen? So. Bronzehammer ist on the way. In der Steinzeit, da kannst du nicht so wählerisch sein. No, eigentlich schon. Die Frage ist noch, haben wir den Grund, die Axt zu erweitern? Bisher glaube ich noch nicht, ne?
Was war noch die Sichel? Die Sichel macht doch auch nicht viel Sinn. Für Gras. Das haben wir ja gemacht. Ja, okay, ein größerer Bereich, aber so viel Stamina, wie das frisst, das kriegst du dann nicht mehr versorgt. Keine Ahnung, du. Hier kommen die Produktionssachen mal rein. Da bin ich mal gespannt, wie viel von den Fellen wir brauchen, ne? Ich habe ganz guten Ertrag gemacht mit dem Bärenklauen. Gerade ganz gut was, muss ich sagen. Okay. Muss jetzt echt durch dieses blöde Labyrinth da gehen? Das ist ja ätzend. Ja, dann kann ich mir diese eine Stelle mit diesem Herz nochmal anschauen hier, weil da war ich ja noch gar nicht. So, was wollte ich? Das wollte ich wegbringen, genau. Und wenn auf dem Weg noch ein bisschen Zinn liegt, umso besser. Kupfer rein, das rein, so, ist doch gut. Oh. Max Stamina increased. Cool. Deswegen hattest du plötzlich mehr Stamina. Und ich bin wieder komplett aufgefüllt worden. Ja. So, was verkauft da? Oh, ja gut. Man. Was verkaufst du denn? Erkältungsmedizin. Trocknetes weißes Fleisch. Dann können wir jetzt auch noch mal im großen Stil hier ein bisschen abbauen gehen. Braucht man irgendwas für diese Hochzeit? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ah, da gibt's neue Masken. Strohhut, Wolfshut, Smileyhut, niedlicher Bärenhut, lächelnder Hut, Kätzchen, Hörner, Häschen, Eule, Bäre, Affe. Also das letzte klingt eigentlich ganz gut, oder? Hm? Die Bärenmaske? Ja, quasi. Meinte ich nicht. Huldig aber, ja. Der verträumten Art des Bären. Wo geht's dahin? Okay, hier gibt's also scheinbar nur Kupfer. Kupfer haben wir nicht so den Megabedarf, oder? Nee, da haben wir 300. Hey Mädchen, lass mal tanzen. Bist du? Pachas Pair of Rocks. Oh, da ist das. Hier links lang. Ah, okay. Und warum ist hier rechts eine Sackgasse? Ja, weil es dir nur die Grafik gab. Aber hier kann man angeln. Ist ja praktischer Zufall, Mann. Aber ich hab noch so viel Energie. Ach ja, das war das super helle Neon-Ding da. Ich erinnere mich.
Das ist ein schneller. Vierer. Also irgendwas muss es doch hier Spezielles geben, oder? Du kannst mir doch erzählen, dass die Höhle hier... Ja, wahrscheinlich schon. Alter. Wäre komisch. Der Fisch geht direkt drop darunter von... Wenn du ihn hast, von 3 auf 1 wieder, wenn du weggehst mit der Maus. Okay. Und wir hatten den, glaube ich, noch nicht. Cerrado. Und ein Fünfer ist hier. Jo, der ist Fisch. Der ist Fisch. Also sobald ich mit der Maus drüber gehe, wird er direkt aggro. Ja. Da musst du dich langsamer hinbewegen. Also der ist Fisch. I am Fisch. Dich schon hatten, mein Freund? Eine Bärenklaue. Nochmal neu. Der Zeus. Petersfisch. Bitte was? Petersfisch heißt der bei mir. Der heißt Zeus. Nicht bei mir. Okay, warum die komplett anders heißt, das erschließt sich mir nicht. Also ich glaube, hier drin... Sollten wir angeln. Ich glaube, das ist der beste Ertrag hier. Also super viele Viererfische, die wir einfach nicht kennen. Ja, und ich meine, das ist ja super einfach zu erreichen. Ja. Einfach immer hier Pachas Rock. Und da ist einfach einen nach rechts fertig. Ey, was sind das für ganz... Alter, also da ist so schon wieder ein Fünfer. Was? Was sind das für gewöhnlich aussehende Steine, für die ich ein krasseres Tool brauche? Keine Ahnung. Also es könnte sein, dass hier unten halt wirklich viele Fünferfische oder sowas sind. Dass das, ja, da ist schon wieder ein Fünfer von der Geschwindigkeit her. Ja, cool. Ich glaube, wenn ich es jetzt richtig sehe, ja, vielleicht auch nicht, aber das Gefühl, ich habe hier gerade zwei Fünfer in einem Ding drin. Ja, cool. Also, das ist ja schon mal ganz gut. Wenn du da noch mit deinen Fischskills herkommst. Ja, ich muss nur halt gerade ein bisschen Stamina rausballern. Ich hätte echt noch so viel. Mal schauen, wie viel sind die wert? Also der eine ist 67, der andere 494. Unbearbeitet. 67 ist aber nicht so viel. Ja, das ist der Vierer gewesen sein, oder? Ja, ja. So, dann schauen wir doch mal, ob du einfach nur super viel Luck hattest. Ich habe einfach nur einen Dreier vorhin gefunden. Ein Dreier. Okay, der ist schnell. 5. Ja, ich glaube, das ist der Fish Place to Be. Ja. Ich meine, dass wir jetzt 3 Fünfer hintereinander bekommen, ist halt... Jo. Ja. Die Frage ist schon krass. Soll ich einen von den Fünfern aufheben und versuchen, oben zu bearbeiten? Kannst du machen, ja. Also wenn wir die jetzt tatsächlich halt häufiger kriegen, dann kann man sich das ja gönnen. Einfach mal zu sehen, was passiert, oder? Ja, voll. Ein neuer Zeus-Rekord. Petersfisch. Das Fisch, ey. Zeus. Ja, schon wieder einer. 2. Okay. Okay. Der eine ging so schnell hoch, dass ich es nicht mal geschafft habe, wegzukommen. Ja, aber ich glaube, da nochmal mit deinem Ring und den Dingen hast du ja nochmal eine höhere Spawnrate. Also ich glaube, da macht es halt auch einfach Sinn, den Fischring zu holen und auch aufzuleveln mit... Ja, ich denke auch, den mit besser fangen macht dann auf jeden Fall Sinn. Ja. Höhere Rate plus besser fangen macht, glaube ich, echt Sinn dann. Dann wissen wir auf jeden Fall, that's the place to be, ne? Ja. Naja. Deine Vereinigung mit Other, die Union, ja, von Main and Other. Also es scheint jedes Mal mindestens ein Fünfer dabei zu sein. Okay, das ist krass. Also vor allem, wenn die wirklich so viel wert sind, dann ist da ein Tag Farm halt immer. Ja.
Dann komm zurück, es wird spät. Ich nehme den jetzt halt noch mit. Ja, ja, klar, klar. Also, ein Glückchen. Ich bin jetzt halt bei 4 von 5. Also, ich würde jetzt nicht aufhören. Ja. Neuer Rekord. Aber das ist tatsächlich auch ganz gut zu wissen, dass das wirklich so da läuft, dass das so krass ist. Na gut, ich meine, alles ganz klar, wenn man einen neuen Durchlauf macht, schauen, dass man schnell dahin kommt. Soll ich die schnell trocknen noch? Ja, ja. Zum Trocknen aufhängen? Ja, ja, ich habe bei mir auch. Heißt im Endeffekt, schauen, dass du schnell in der Mine bis zu dem Punkt kommst. Ja. Und ab da im Endeffekt die Angel-Items besorgen und dann da loslegen. Ja, ja. Und der andere war 37 wert. Ja, gut. Das war aber ein 3-Sterne, glaube ich. Also ein 3er-Fisch. Ja, bei mir war es ein 4er, aber die sind ja dann auch bei 150 bearbeitet. Hm. Das waren Gemälde. Ja. Wo ist diesmal was aufgeploppt? Ah, da rechts oben. Jetzt bin ich mal gespannt, der direkte Unterschied zu dem getrockneten, zu dem eingelegten. Mhm. Oh ja, das ist aber tatsächlich jetzt eine ganze Menge mehr geworden an Stamina durch das dieses Herz da. Der Beta-Fisch ist fertig. Alter, 4 Beta-Fische. Einer bringt halt 889. Also es ist halt Imba. Also ich meine, allein das sind jetzt halt schon mal 3-2, ohne irgendwas anderes zu haben. Wir waren jetzt gestern eine Stunde da drin, also hier von der Spielzeit. Ja, ja, also ich meine, das Ding ist halt, die anderen sind ja auch immer schon so krass gewesen, aber die Spawnrate war halt nie so hoch von den Fünfern. Das ist halt der Unterschied da jetzt. Ja, aber ich glaube, dann werde ich mir jetzt auch nochmal den Ring herstellen. Oder die beiden Ringe. Ja, macht dann auf jeden Fall Sinn. Weil wenn wir dann beide da unten sind, das ist halt... Weißt du noch, was der andere gekostet hatte? An Ressourcen? Nee, weiß ich nicht mehr so ganz. Nee, nämlich auch nicht. Aber ich gehe ja eh gleich hin. Ja. Das ist hier natürlich falsch. So, dann schauen wir mal, wo war denn der gute Mann noch? Oh, ich muss eh zu ihm. Er läuft gerade rechts rüber, Richtung Forest. Warum musst du zu ihm? Weil mein erstes Necklace fertig ist. Ach, der braucht ein paar Tage dafür, oder wie? Naja, 2 Tage. Okay. Da muss Ibon jetzt auch warten. Ah, okay. Das Wichtige, ihn aufzuholen. Den kann ich gar nicht. Ja, ich habe es verstanden, dass das nicht geht so. Oh, ich habe das Falsche dabei. Gut, dass er stehen geblieben ist. Ich brauche Pflanzenfasern. Bald werde ich mit der Person zusammenleben, die ich liebe. Wie? Nicht mit mir? 5 Knochen und 5 Saphire. Na, ich glaube, ja, wir haben da noch 3 Knochen. Die 3, die ich von Ibon mal geschenkt gekriegt habe. Ja, wir müssen in die Savanne für Knochen. Da können wir gleich noch was farmen dann. Oh. Ich glaube, ich habe die
Saphire vergessen jetzt. Egal. Ich müsste genügend haben für den Laich dann. Dann gehe ich mal in die Savanne und check da mal ab. Ja, für den Laichring habe ich genügend. Oder die Halskette ist das. Nee, es ist ein Ring, tatsächlich ein Ohrring. Savanne. Küss den Affen. Kissy Monkey. Ja, aber die Maske trägst du schon noch, oder? Natürlich. So. Und woran sehe ich, dass ich Knochen aufheben kann? Weil die liegen überall. Ah. Also, okay. Ein guter Tipp ist, immer mal drauf zu drücken und zu schauen, ob es aufhebt. Ja, so quasi so Gerippe. Also wirklich so die Rippenknochen. Müsste jetzt nicht. Ist heute nicht der Hammer schon fertig oder ist das erst morgen? Also meinst du, ne? Du kannst einfach Smoke Signals anschauen. Da steht es ja immer drin. Okay. Natürlich ist hier alles voll mit Kakies. Auf der anderen Seite, wenn du da oben suchst, kriege ich ja trotzdem keine. Dann kann ich besser nochmal fischen gehen. Ja. Ich meine, von mir aus können wir es auch umdrehen und du gehst hier oben suchen, aber... Ja, wenn du eh schon oben bist, macht es ja keinen Sinn, dass wir jetzt da nochmal hin und her switchen, ne? Ne, ich finde halt gerade nichts. Also ich laufe halt gerade rechts runter den Weg. Also ich glaube, hier ist aber einfach nichts, weil hier halt einfach nur Gras ist. Sind halt die Gerippe. Ja, ja. Im schlimmsten Fall musst du halt vielleicht ein bisschen Gras kaputt schlagen. Kann nämlich auch sein, dass es da drunter liegt. Ja. Kann hier nicht alles an Gras kaputt hauen. So viel Stamina habe ich nicht. Ah, ist nicht so schwer. Oh, da liegt noch ein Horn. So, welches Viehschul haben wir denn da? Ein Zweier. Das ist ja Oschi. Nee, den will ich nicht. Zweier. Das ist Oschi, den will ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es da überhaupt Zweier gibt. Oh, oder ist das vielleicht so ein Ding, das erst in der Nacht krass wird? Ein Zweier, den will ich nicht. Ja, könnte auch sein. Würde es irgendwie auch dann nicht mehr ganz so imbar machen. So viele Häufchen. Also ich habe bisher nur einmal Knochen gesehen. Also nur Zweierfische bisher. Ah, schlecht. Hier liegen Knochen. Ah, okay. Also vielleicht habe ich auch einfach nur keinen Lack. Also tatsächlich nicht nur Gerippe. Auch gewöhnliche Knochen. Hier drüben war es besser. Zweier. Zweier. Okay. Kann durchaus sein, dass es nur in der Nacht dann so cool ist. Oder wir hatten einfach übermäßig viel Glück. Also an so viel Glück glaube ich nicht. Aber das war ja wirklich... vorhersehbar, dass bei jedem Spawn ein Fünfer dabei war. Immer. Und das fünfmal hintereinander oder so. Also so viel Glück, ne. Da glaube ich nicht dran. Ja, wie gesagt, bisher nur diese Alligatoren, die ich sehe. Aber ich werde jetzt trotzdem mal hier bleiben und einfach schauen, wie sich das verhält. Ja. Also sind bisher auch ausschließlich die Alligatoren. Oh, das ist quasi tatsächlich Tag-Nacht-Dinges. Tags nur die und nachts dann der gute Shit. Das könnte sein, ja. Also es ist halt auffällig, dass wirklich ausschließlich nur die Alligatoren sind
und halt ausschließlich nur ja. 4 Fische, die ich hier habe, alles Alligatoren. Es ist nicht mal durch Zufall, dass irgendwie mal ein größerer da ist. Aber deswegen habe ich jetzt auch mal ein bisschen ein Auge. Vielleicht sehe ich ja auch, ab wann andere Fische spawnen. Ja. Also ich würde schätzen 8 Uhr. Ja, wenn es dunkel wird, treibt es die Fische hier in die Höhle. Ja. Aber ja, ist zwar eine langweilige Runde dann heute, aber zumindest dann vielleicht aufschlussreich im besten Fall. Oh. Ich könnte Knochen kaufen. Vielleicht ist das nicht die schlechteste Idee, das zu machen. Wir brauchen 10 in Summe, oder? Kaufe ich 5. Ja, mehr. Du weißt nicht, was mit dem Upgraden ist. Dann kaufe ich 15. So, was kann ich dir anbieten dafür? Oh. Könnte teuer werden. Kackhäufchen mit anbieten. Ich habe viele Alligatorenfische. Ich meine, die kann ich ihm alle geben. Ja, das ändert überhaupt nichts. Mandrakes. Fisch. Guter Deal. Ja. Warum haut der Fisch jetzt auf einmal ab, wenn ich drauf drücke? Also, ich habe jetzt mal ordentlich Knochen im Überschuss. War übrigens Zeder, die das handelt. Oder sie heißt doch Zeder. Der da am Platz ist, oder? Die weißhaarige Anführerin von denen in der Savanne. Ah, okay. Ja. Also bis jetzt alles ausschließlich Alligatorenfische. Okay. Das war das Saphir, glaube ich, oder? Ich brauchte 5. Damit müsste ich eigentlich alles haben, was ich so brauche. Warum ist hier Plant Fiber? Gold und Silber. Gold und Silber wechseln auch ständig die Position, oder? Ja, das sollte oben sein, weil das ist für Schmuck. Und Planfiber habe ich hier rein, weil für die andere Kette brauchen wir Planfiber. Ah, okay. Also für dieser Fischleich, wie es im Deutschen heißt. Und warum ist da ein Heuballen mit bei den Steinen? Das muss so. Man braucht immer ein bisschen Heu. Ja. Wenn wir mal ein Feuer machen wollen. Ich habe von dem Horn keine Ahnung, wo wir es hinpacken. Bei den Tieren, in dem ersten Stall, den wir gebaut haben. Ja, keine Ahnung. Bei den Tieren in den ersten Stall, den wir gebaut haben. Ja, keine Ahnung. Da gibt es nur eine Truhe. Wo ist denn... So, ich benötige ihre Dienste. Ich benötige dieses Ding. Was von Fish Catching. Dankeschön. Wo ist denn Yvonne? Ich glaube, ich habe mit der noch gar nicht gesprochen. Ah, doch.
Würde mich jetzt nicht mal verwundern, wenn es dann noch irgendwie mit den Tagen auch noch zusammenhängt hier. Dann wäre es Freitag gewesen. Ja. Freitag in der Nacht. War krass. Also bisher ist noch nichts. Aber gut, ab 8 komm aber Uhr, auch da mit hin. Ab 8 Uhr zählt ja erst Nacht. Aber ich gehe erstmal noch ein bisschen Steine formen. Also ich ziehe es jetzt einfach mal hart durch jetzt heute den Tag. Einfach um zu sehen, ab wann ändert sich hier was. Ja. Ich meine, wenn hier ab 8 Uhr die Luzi losgeht, wäre ja auch nicht schlecht, ne? So, jetzt kann ich noch kurz warten. Zack, 8 Uhr. Wie sieht's aus? 2er. 2er. Da kommt auch nochmal ein 2er. Nicht der so gut. Ist ein bisschen schneller. Das ist jetzt ein 4er. Das ist jetzt der erste 4er, der schon mal spawnt. Sehr gut. Das wäre natürlich echt krass, wenn das jetzt wirklich einfach an der Nacht liegt. Na gut, wir wissen ja, dass nachts andere Tiere kommen. Ja, der ist schneller wieder ein 4er. Also es sieht fast so aus, als ob ab 8.30 Uhr hier die Fische anders spawnen. 8 Uhr, 8.30 Uhr. Mhm. Und so wie es aussieht, wohl auch alles Mögliche an Fische. Ja, ich müsste jetzt hier. Genau. Ein Vierer, den ich auf Stufe 2 noch nicht direkt erkenne. Ist doch auch gut. Also einen 5er hatte ich bisher noch nicht, aber... War aber wirklich nur ziemlich Lack, dass da nichts anderes kam gerade. Das finde ich aber echt krass. Also. Jetzt kommt gerade ein 4er. Also viel Lack wäre ja holy. Und vielleicht habe ich gerade einfach nur Pech oder. Oh, wo waren das? Hier lang? Nee. Nehmen wir schnell den 2er mit, aber das frischen Spawn gibt. 4, 4, 4. Aber das wäre jetzt ja wirklich krass, dass wir den einen Tag so unheimlich viel Glück hatten. Vielleicht war das der Fischday. Ja. Oh, der. Das sind alles 4er, die sind aber recht schnell. Ja, wir sollten dann aber langsam auch zurück. Ja. Also, so wie es aussieht, wirklich ab 8 Uhr macht es erst Sinn. Ja. Okay, dann ist tatsächlich aber nicht so mächtig, weil. Weil du einfach nur beschränkt viel Zeit dann hast dafür. Ja gut, aber auch da, ich meine, wenn du 5 raushaust, ist schon... Ja, klar.
Aber es macht es nicht, also macht es schon gut, macht es schon lukrativ, aber macht es nicht immer, finde ich. Wenn du wirklich den ganzen Tag Zeit hättest, wäre es krass. Hängen bleiben hier. So, wie viel ist das Ding jetzt wert? 1018. Dieser Starfish eingelegt. Okay, also ist noch mal 100 irgendwas besser. 200 fast, oder? Ja, 120, sowas. Ja. Also macht es vielleicht fast Sinn, die einzulegen. Ja. So, ich muss jetzt dann noch mal überlegen, was ich jetzt irgendwie für einen Saft noch machen kann. Da 3504 von den Fischen. Ja, krass. Dass ich wieder irgendwas habe, um meine Stamina aufzufüllen, wenn ich unterwegs bin. Weil ich muss halt so viel weggeben, dass ich halt mit dem einen da die Knochen traden konnte. Mit Zeder. Das klingt nach Regen. Sehr gut. Das gefällt mir. Ah, meine Kanne ist fertig. Okay, aber das heißt natürlich einfach, die Hauptaufgabe ist jetzt erstmal Essig herstellen. Würdest du gerade dann da an die Presse wollen oder hätte ich noch kurz Zeit? Ja, du kannst schon hin, also. Dann nutze ich das noch kurz, weil dann würde ich schnell noch Saft herstellen für mehr Stamina und würde dann in die Mine gehen, um die Ranken zu machen. Ja. Jetzt hier noch schnell das Ei wegbringen. Wir können noch kurz, oder kann ich das schnell machen, noch schnell ernten. Weil ich sehe da auch noch ein paar Sachen, die zum Ernten bereit sind. So, ein bisschen Kohle abgeben noch. Komm her, Saft. Florierendes Fischgeschäft hier, ey. Ja. Oh. Sehr schön, dass das noch gereicht hat. So direkt vorm Winter. Cool. Nice. Hier. Oh, mein Bronzehammer ist fertig. Den hol ich mir auch schnell. Wo ist der denn? Wahrscheinlich in irgendeiner Hütte. In ihrer Hütte wahrscheinlich. Na gut, Stufe 4 haben wir jetzt bei einigen noch hinbekommen, ne? Ja. Das ist die falsche. Ja, mein Mount ist nearby. Wo ist es? Überhaupt nicht nearby. Zack. Ja, ist egal. Das ist mal nur der Bronzehammer. Das muss rein. Warte mal, könntest du noch irgendwas machen? Die andere, die ist noch nicht fertig, oder? Ein Tag noch. Memory. Das kannst du upgraden. So, wo war denn das? Pachas Felsenpaar, oder? Nee, der... Ich weiß es nicht. Der Ding ist gleich... Geiler war, glaube ich, der...
wo der Bär ist. Ach so, zum Farmen. Ja. Bärenzimmer, genau. Ja, ja, ich mache ja. Ah. Ja, ich muss mich jetzt einmal reinporten und schauen, wo der Raum ist, den ich freischalten kann jetzt. Ja, ich glaube, vom Bärenzimmer kommst du darüber. Ja, ich weiß es nicht mehr. Tatsächlich. Hearty Room. Ah, wobei, da muss man durch das. Ja, Bärenzimmer. Ja, hm. Du bist Bärenzimmer, oder? Yep. Ja, dann komme ich da auch hin. Dann müssen wir da die Arbeit nicht mehrfach machen. Noch ein paar Edelsteine mitnehmen, wer weiß, wozu sie gut sind, ne? Da liegen dann noch mal welche auf dem Weg. Wo müssten wir hin? Oben lang, oder? Hoch, ja. Hab schon, oder? Ne. Rechts? Rechts. Rechts eher, ja. Erst rechts, dann hoch. So. Und jetzt hoch. Naja. Wird's für einen kurzen Moment so, warum geht's nicht weiter? Warte. Was ist das hier drüben für ein Stein? Also einen, den du nicht kaputt machen kannst. Ja. Was ist das? Einfach normal bringt halt Kupfer oder sowas. Okay. Okay. Das ist ja farbenfroh. Looks like diamonds. Choose your totem. Also ich hab hier einen Affen. Ich bin die Eule. Ah, ich will nicht den Affen. Soll es jetzt hier geben? Wo stand Choose Your Totems? Der Raum heißt so. Ach so. Ah, hier gehen die Kristalle kaputt. Okay, das geht jetzt hier so weiter und du kriegst jetzt hier, glaube ich, dann. Hier kannst du dich wieder in eine Eule verwandeln. Ein stärkeres Tool hierfür. Ah. Okay, also hier gibt es jetzt die, die dann musst du zum Kaputtschlagen hier dann das, kriegst du dann diese Diamanten, die aufgehen. Weiß nicht, wie die bei dir aussehen. Bei mir ist das ein riesiger lilaner Diamant. Ja, wieder. Könnte halt für mich ein bisschen bitter werden, weil ich halt noch den Obsidianhammer hab. Und es sein könnte, dass ich deswegen nicht weiterkomme. Nein, ich will mich nicht verwandeln. Inventar voll. So ein Mist. Ja, also ich komme hier nicht weiter. Ja, bei mir geht's gut voran. Ein bisschen Glück ist da jetzt dann vielleicht auch schon der nächste Point wieder. Der nächste Schnellreisepunkt. Gibt's noch Zinn, nehme ich natürlich mit. Hier noch mehr? Ah, ich sehe ich gar nicht. Ich das Ding irgendwie futtern.
Bis da drüben weiter, okay. Also wird es da wahrscheinlich drei Wege geben, vermute ich dann. Zwei. Bisher. Ja, die werden doch am Ende wieder zusammenführen, oder? Wahrscheinlich. Ja, also ich meine, ich kann so hoffen, dass bei dir halt weitergeht. Also ich kann bei mir den Weg halt nicht weitermachen. Ja gut, weiter geht's bei mir schon. Ich bräuchte jetzt halt den besseren Hammer. Also ich kann hier unten ein paar Steine klopfen und es geht dann noch auf. Also hier müssen Steine geben, die du klopfen kannst bei mir, aber... Ah ja. Eher drauf, dass da jetzt der nächste Schnellreisepunkt langsam kommt. Okay, hier gibt es nochmal einen Weg rüber. Also ich vermute, hier werden dann die Sachen auch wieder zusammenkommen. Als ob sich die Wege jetzt auch noch aufsplitten. Wie bei dir aufsplitten? Bei mir nicht. Bei mir geht's hart geradeaus. Also ja, aber halt der Affenweg hier splittet sich auf. Achso, das kann entweder nach rechts oder nach oben gehen. So. Das Äffchen kann sich aussuchen, wo es hinhüpft. Der Weg ist auf. Wo geht's hier lang? Glyphodons Veranda. Was? Ach, Veranda. Okay. Ich habe jetzt echt viel aufgemacht. Okay, hier brauche ich wieder Feuerchen. Also hier komme ich auf jeden Fall zu dir und es gibt einen Schnellreisepunkt. Zwar noch nicht gefunden, aber ihn gibt es hier. Ah, okay, ja. Okay, aber ich Hast du ja auf dem Weg auch so einen Turtle, die mit dir redet? Nein. Falls doch, habe ich sie übersehen. Ja. Okay, du musst hier wohl von beiden Seiten kommen, dass es weitergeht, weil ich komme hier nicht weiter. In diesem Mittelraum. Kommst du zu dem Fast Travel Point schon? Nein. Ich habe ihn freigeschalten, aber ich komme nicht hin. Okay. Also ich muss das jetzt von deiner spannend. Seite, dass es hier weitergeht. Ah, warte. Also bei mir ist gerade aufgegangen. Wo bin ich denn? Okay, einen hier habe ich, hab ich zwei Turtles. Ja, hier habe ich eine Turtle, die auf der anderen Seite ist. Zu der komme ich nicht. Hm. Der Raum ist wohl auch eine Sackgasse. Okay. Ne, Mann hat ja irgendwie gesagt, ja, deine Prüfungen nähern sich am Ende. Ja, bei mir ist der andere auf der anderen Seite und hat hat gemeint, willst du dich hier vor der Arbeit drücken oder was? Aber ja, du bist da schon richtig. Wenn du den da durchkommst, dann könnte ich ja auch durch. Ja, muss halt schauen, was für Steine ich halt noch kaputt hauen kann. Ich weiß halt nicht, ob es jetzt Sinn macht, zu dir zu laufen. Ich vermute nicht. Wahrscheinlich nicht. Hast du keine Krallen dabei? Doch, doch. Aber... Den kannst du ja alles kaputt machen. Für einzelne Steine? Ja, ja. Ja, gut, okay. Vereinzelt nicht, aber bei Massen halt. Ja, klar. Aber... Also ich bin hier jetzt in dem Raum ja gerade erst angekommen. Und der ist halt riesig, der Raum. Und ich habe kaum mehr Stamina. Das heißt, ich muss jetzt erst mal da... ein Tomatensäftchen einwerfen. Okay, ist offen. Gut, dann musst du jetzt nur durchlaufen und hier unten die Fackel anzünden. Guten Tag. Licht ist an. Unten
Habe ich zum Beispiel schon angemacht. Ja. Ich mach mal, ne? Ja. Hast dich gut geschlagen, aber es gibt noch eine letzte Prüfung. Bist du bereit für die letzte Herausforderung? Ich komm später wieder. Ja, gib her. Okay, du hast entschieden. Du musst alle Kräfte einsetzen, die du bisher erworben hast, um diese letzte Prüfung zu bestehen. Finde die zwei Lichter des Pacha, dann dreh die Säule, um die Kraft des Lichts in diese Tür zu bringen. Zum Schluss musst du noch ein letztes Rätsel lösen. Hinweise könnten unter Felsen gefunden werden. Good luck. Ah, deswegen braucht man den Bär. Der geht schon mal nicht lang. Ja, da unten auch nicht. Hier nicht. The Monkey is Donkey. Hier nicht. Hier gibt's eine Eule. Ja, die Eule ist es. Mach mal die Flatter. Also was anderes als die Eule. Ich kann hier Musik spielen, ich kann gelb hochfahren. Ja. Hüpf einmal rüber. Ich hab einen. Wie nehme ich den Hinweis? Ah. Dawn is old, but not as old as Glib or Nordunto. Ach. Hab ich auf die Schnelle nicht übersetzen können. Ja, der eine ist alt, aber nicht so alt wie. Du kannst da hinten auch Musik machen, ne? Hier drüben wäre eine Eule, rechts von mir. Ja, ich muss, glaube ich, zu dir kommen. Ich glaube, ich muss selber drüber hüpfen dann. Aber jetzt sitzen wir halt fest. Also hier kommt man als Eule da weiter. Aber ich kann, glaube ich, als Eule da nicht drüber fliegen. Dachte ich gerade zumindest. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Also geht halt sonst nicht weiter. Was sagt der Kleine hier? Ist hier sonst irgendwas mit der Eule noch? Naja, gibt auch noch andere Arten bei der Eule. Ja. Dann check ich mal ab, ob man da drüber fliegen kann. Vielleicht haben wir das auch gerade einfach falsch gemacht. Ja, kann man. Hilft grün? Grünes Dreieck? Wenn du es einfach spielst, ja, da geht's hier weiter. Ja, Moment. Komm ich hier rüber? Ah, über Treppenstufen kannst du nicht fliegen. Okay. Klar, logisch. Da muss man blau spielen. Hier drüben ist auch nochmal eine Eule. Okay, hier ist der Lichtstrahl. Okay, er kommt hier rein, oder wie? Ja, über Steine kannst du auch nicht springen. Fliegen. Okay, also hier kann ich mal den Lichtstrahl auf jeden Fall mal weiterdrehen. Hier ist zweimal blau. Hier geht's weiter. Hier kann ich dann viel Musik spielen. Ja, okay, gut. Okay, da wollen wir dies nicht haben. Also ich könnte jetzt blau und orange spielen. Blau wäre ganz gut. Blau kannst du mal machen. So schnell drüber hüpfen. Okay, hier gibt es noch mal.
Ah, hier ist wieder Hinweisgedöns. Dante is the twin of Dot and Glob the twin of Donto. So, dann fliege ich hier mal eine Runde. Okay, da oben wird es weitergehen, wenn ich jetzt dann orange spiele. Ja, genau, da bin ich gerade. Ja, ich komme von links gerade. Ja, dann spiel ruhig gelb da oben. Also ich spiele dann, dass das hochgeht. Du kannst im Norden nicht zurückverwandeln. So, wofür ist der hier dann da? Ja, der muss ja so zurück dann. Ja, bin wieder bei Stein. Also hier sind wir jetzt wieder in so einem Rätselgedöns. Wird dann auch Ende sein hier. Dot is the oldest and Donto the youngest. Da wird schon dann so ein Rätsel kommen, ja, bringen die in die richtige Reihenfolge oder sonst. Ja, ich bin gerade noch am überlegen, ob wir hier richtig sind, weil jetzt ist der Lichtstrahl auf jeden Fall. Geht hier in. Das kann eigentlich nicht stimmen so. Ne. Also wo, ich habe noch nicht gesehen, wo er anfängt. Ja, da wo du jetzt bist, fängt er glaube ich an. Da unten. So, das heißt dann aber wahrscheinlich werden wir den hier unten umzwirken müssen. Also ich vermute, dass der hier dann wahrscheinlich so rübergehen kann. Die beiden wahrscheinlich falsch sein. Wie konntest du hier unten landen? Ich bin runtergelaufen. Okay, aber das macht keinen Sinn. Das ist hier trotzdem. Ach. Also das macht einfach keinen Sinn, dass das Licht dahin geht, ne? Das muss fast hier rüber gehen. Genau, dann würde das hier runtergehen. Ah, dann müsste jetzt hier mit den Affen blau sein. Habe ich nicht. Sei schnell zurück. Könnte blau spielen. Ja, blau, wenn du spielst, wäre gut. Also im Norden war nichts mehr, oder? Ne, da ist nur das Rätsel gedöhnt. Okay. So, ist gespielt. Ja, ich bin drüber. Hast du gerade was gemacht? Ja, ja. War nicht gut. Ja, wollte nur schauen, ob es aus welcher Richtung das Ding kommt. Zack. Okay. Ich müsste hier grün spielen. Kommst du rüber? Was brauchen wir noch? Ja, genau. Weiß ich gerade nicht, aber jetzt müsste erstmal grün spielen. Ja, wobei, nee, muss ich eigentlich nicht. Ich müsste auch durchkommen können. Ach so, jetzt gibt es links wahrscheinlich auch nochmal irgendwo ein Dicht, wo irgendwo rauskommt, oder? Ja, sehr, sehr wahrscheinlich. Wo ist denn das dann? Ah, hier ist was. Affe, Orange bräuchte man, oder so. Gelb? Gelb? Gelb habe ich gerade nicht. Aber ich kann noch mal zurück. Da oben war ja blau. Ich glaube, nebendran war gelb, oder? Ja, ich gehe nochmal zurück. Ich kann dann zwar erstmal nicht mehr zurück, das heißt, du musst dich dann bewegen, aber. Ja, ich muss eher auch erstmal wieder einen Punkt finden, wo ich mich zurückverwandeln kann. Ja, aber ich glaube, das ist ein anderes Gelb. Aber ich spiel's mal. Nee, das wäre genauso richtig, aber ich brauche erst Orange. Boah, das kann ich schnell selber spielen.
Wir müssen einmal noch kurz als Affe darüber und dann brauche ich das Geld dann nachher. Ein bisschen schneller, Äffchen. Jetzt brauche ich das Geld. Genau. So, jetzt bin ich da links unten. Und von hier kommt. Und dann nochmal Rätselgedöns. Toe was born right after dawn. Hast du irgendwas Blaues? Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich von hier gerade zurückkomme. Warte. Ich kann. Kann ich glaube ich gleich machen. Ich hüpfe einmal schnell zurück. Gut, das links halt super simpel. Ich habe einmal das Ding umgedreht. Ja, den anderen habe ich schon umgedreht. Orange hätte ich. Nee, da muss ich spielen. Blau brauche ich. Ja, ich muss erst Orange einmal spielen. Also ich kann auch Blau selber spielen, aber dann weiß ich nicht, ob dann kommst du wahrscheinlich nicht mehr weiter. Ja, lass mich mal schnell drüber. Also wenn du spielen kannst, dann mach. Ja, kurzen Moment. Also ich wäre jetzt da. Ja, Moment, ich spiele gerade Blau. Ich bin gleich davor. Ja. So, Blau ist gespielt. Ja. Aber da wird dann nochmal, werden die ganzen Tipps nochmal angezeigt. Ja, aber das hast du gefunden. Das heißt, das ist dein Job, ne? Okay, ja. Hier haben wir. Don ist zwar alt, aber nicht ganz so alt wie Glyph oder Dinto. Also Glyph und Dinto kann man schon mal nach hinten packen. Glyph und Dinto. Ach, Glyph, nicht Glob. Ach, wer sind die Jüngsten? War ist die Frage. Donto ist der Allerjüngste. Toe wurde direkt nach Don geboren. Dante und Dot sind Zwillinge. So, was ist der? Don ist zwar alt, aber nicht ganz so alt wie Glyph und Dinto. Also ist Don... Lob. Don ist übrigens der Falsche dann, oder? Nee. Donto ist der Jüngste. Achso. Ja, aber dann müsste das doch so sein, oder? Falsch. Also die zwei, die ich drin hatte, waren richtig, weil Glob ist der Twin von Donto. Also Glob ist gleich alt wie Donto. So, die müssen auf jeden Fall die Jüngsten sein. Dadurch, dass Donto der Jüngste ist und Glob der Twin von ihm ist, also der Zwilling ist, müssen die zwei die Jüngsten sein, die Allerjüngsten. So, Glob, haben wir eine Verbindung zu Glob? Okay, Glob und Dinto sind schon mal raus. Also Dot ist der Älteste. Genau, Dot, Glob und Dinto sind raus. Also Don müsste eigentlich als nächstes kommen. Oh, nach Don. Dann müsste ja Toe quasi der Letzte sein. Also wenn Donto der Richtige wäre, dann müsste Toe danach kommen. Also hier steht, Don ist zwar alt, aber nicht ganz so alt wie Glyph oder Dinto. Genau, also Glyph, Dinto sind raus. Und Dot ist eh der Älteste. Heißt, Dot, Glyph und Dinto sind raus. Dot ist die Älteste und Donto ist der Jüngste. So, Donto ist der Anfang, ja. Dot die Älteste, so, gut. Dante und Dot sind Zwillinge, das heißt, Dante ist auch raus. Und Glyph und Donto. So. Das heißt... Also wir haben 8 Stück. Dann kann ja eigentlich nur noch die Reihenfolge von Toe und Don nicht passen, aber
To ist genau nach Don geboren worden. Also kommt zuerst Don und dann To. Hä? Das ergibt zwar keinen Sinn, weil es eigentlich schon richtig war, aber hä? Gravel? Jo, wissen wir ja. Jetzt werden wir zu Pacha. Gesicht der grimmigen Gottheit. Gute Arbeit, junge Leute. Deine Herausforderungen haben den Kindern von Pacha geholfen zu lernen und zu wachsen. Mit jeder Entscheidung, die wir treffen, huldigen wir Pacha, die alles gegeben hat, um uns zu erschaffen. Geh hinaus und hilf der Menschheit zu lernen, die beste Version ihrer selbst zu sein. Enttäuschend. Das war so cool. Ich kann kaum atmen. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Ja. Es gibt etwas, das wir dir gerne zeigen würden. Also bei mir heißt es somewhere, nicht something. Aber hey. Willkommen in unserem Zuhause. Wir haben alle möglichen tollen Sachen. Du kannst dich jederzeit in unserer heißen Quelle erholen. Oh, nice. Stamina auffüllen. Cool. Und hier wird es einen Fast Travel Point geben. Ja. Ja, ist ja auch die Behausung, ne? Ja. Noch sehe ich keine heißen Quellen. Links gibt es eine Eule. Hier gibt es einen Affe. Ja, dann nehme ich die Eule. Okay, hier ist eine heiße Quelle. Und Wasser, in das ich gerade reinspringe. Nice. Hier ist ein Dust. Das Wasser ist so energiereich. Das Abbauen? Ja, also du kommst in das Wasser und hast wirklich Stamina-Erholung. Aber gefühlt nicht so viel. Also ja, das geht hoch. Okay. Aber du musst halt echt lang drin sein, bis das tickt. Und dann habe ich fast so das Gefühl, das tickt in etwa wie die Hängematte. Ja. Aber ich habe eine heiße Quelle bei diesen Gürteltieren. Ja. Was bei also ich würde nicht sagen, meine Seite ist enttäuschender, aber meine Seite ist enttäuschender. Also ich habe so nicht verstanden, ob man hier irgendwie interagieren kann mit irgendwas. Das sind halt ihre tollen Sachen. Willst du ihnen etwa ihre Sachen kaputt machen oder was? Ja, ich will Sachen ernten. Woher komme ich sonst her? Für die heißen Quellen? Was soll denn das? Hast uns gut aussehen lassen, danke. Ja, also ich glaube, es ist wirklich nur die heißen Quellen hier, oder? Ganz im Norden kann man sich nochmal zurückverwandeln. Ja, das hat der Baum. Und halt die Blume. That's it. Ja, an dem man nichts machen kann, ne? Also, pff. Okay, aber damit haben wir die Mine abgeschlossen, würde ich sagen. Storytechnisch zumindest. Ja, das sieht gut danach aus. Südlich ist nichts mehr, ne? Ne. Geht dann wieder zurück in das Vorgebiet. Wahrscheinlich haben wir dafür jetzt auch irgendwas mit dem Ding abgeschlossen. Mit der Pyramide. Als ob da Hell steht. Ich hab das genau gesehen, was du da für Muster reinmachst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja, das ist ganz genau. Du wirst es nur nicht zugeben.
sollten uns langsam mal hinlegen, ne? Ja, da ist noch viel Zeit. Hallo, ich heirate morgen, da muss ich ausgeschlafen sein. Ja, nee. Da bin ich jetzt noch gespannt drauf. Denkst du, es kommt dann storytechnisch noch irgendwas? Ich glaube nicht. Also wir haben die Patschas so weiter oder diesen kleinen Viechern geholfen. Also ich glaube, da müssten wir durch sein. Die Frage ist natürlich mit der Pyramide, wie es weitergeht. Da ist noch ein Story-Part offen. Ja, ich habe keine Ahnung. Du musst dann irgendwie so ein Met oder sowas in das rechte Ding da reinschmeißen. Ich hab's nicht verstanden, wie es geht. Es würde ja heißen, wir wären storytechnisch, zumindest minen-storytechnisch, vor dem Winter durch. Ja, das würde ich so sehen momentan. Tada, am letzten Tag vor dem Winter. Tja. On point. Am ersten Tag des Winters heirate ich. Ist eine frostige Ehe. Ja. Direkt eine Animation, oder? Ja. Heathcliff und Eloy kommen auch. Are joining. Let's celebrate the union. Lasst uns ihre Union feiern. Union Berlin, oder was? Hallo, das ist kalt. Oh, was bist du denn für ein Mensch? Maskenmann. Ich ziehe meinen Dolch und ersteche diesen Maskenmann. Ja, das Wuag. Das ist unser Voodoo-Priester. Heute versammeln wir uns, um uns Heathcliff und Eloy im Licht von Pacha anzuschließen. Und erlebe, wie sie sich verpflichten. Und erlebe, okay. Für sich selbst und füreinander zu sorgen, bis sie selbst ins Pacha zurückkehren. Ich bitte dich, dieses Versprechen mit einem Kuss zu besiegeln. Hat so ein bisschen was aus Black Clover, diese weiße Klamotten von meinem Charakter und diese Blumenkrone und das. Kommt gleich irgendwie so ein Lichtregen. Möge eure Liebe stärker werden als jeder Baum und eure Herzen mit Freude erfüllend sein. Jetzt lasst uns feiern. Saufen! Party! Es ist so doch rum. Damit ihr nicht redet. Es ist so toll zu wissen, was ich will. Dich. Okay. Grob tanzt wieder sein Ding tanzt. Du bist besser gut zu meiner Tochter. Ach du Scheiße, das ist der Vater. Jo. Mr. Bombastic. Das Essen riecht fantastisch. Du und meine Schwester, ihr seid so gut füreinander. Ach Scheiße, auch noch. Auch noch Anhang hier. Ich hätte mir das besser durchlesen sollen oder schauen sollen, wer da dabei ist. Nö. Dann war das nicht ein schöner Ort für eine Union? Hättet ihr die Übersetzung bitte ändern? Union, ey. Es werden Geschichten über diesen schönen Tag erzählt. Ja, das will ich doch wohl hoffen. Ja. Wenn ich eine Union gründe, möchte ich, dass sie genauso ist. Ja, Geschichten über die Union. Das ist so. Damals vor dem Bürgerkrieg in Amerika, ja. Wo die Westunion sich versammelte. Ich liebe es, das Rudel zusammen zu sehen. Ich meine damit, dass wir zusammen einen Clan bilden. Ja, genau. Du schon wieder. Wir sehen uns. Was sagt deine Holde zu der Hochzeit? Will sie auch heiraten, oder? Es ist eine großartige Party. Ein wunderschöner Tag. Also sie sagt einfach, it's a great party. Du und die Loe werdet gemeinsam Großes schaffen. Ja, ich habe schon alleine Großes geschafft. Bin ich da oben schon?
Ja, den einen kommt man nicht dran, oder wie? Doch. So, und jetzt direkt die Scheidung. Willst du zurückgehen? Ja. Und das Ganze nochmal von vorne. Ab zur nächsten. Alter, so dunkel. Okay. Alles ist kaputt. Ja, wir haben übrigens PM, ne? Will ich nur gesagt haben. Ist nur ein bisschen Postmortem hier. Wir haben den ersten Wintertag einfach verpasst wegen deiner Scheißhochzeit. Warum wächst hier überhaupt Grünzeug in unserem Feld? Im Winter. Weil es das kann. Tja, MP, aber ich würde sagen, an der Stelle ist doch jetzt ein guter Punkt für einen Cut, oder? Der Tag ist eh vorbei. Dann müssen wir uns den ganzen Spaß nochmal ergeben. Nein, wenn wir uns jetzt hinhocken, dann ist es vorbei, ne? Ach so. Wir müssen uns hinlegen, weil wir haben 10 PM. Ja. Ich gehe hier rein. Natürlich wäre heute mit Bracelet fertig. Ja, meinst du auch. Ach, natürlich hat der Typ jetzt verstanden, wie man die Felder bewässert. Meine Frau liegt im Bett. Ich leg mich neben ihr. Ja, dann kannst du auch schon mal anfangen, die Abmord zu machen. Ja, war spannend, oder? Wir haben einiges vorangebracht. Einen guten Farmspot gefunden. Mal schauen, ob der so weiterbleibt. Wir haben es in den Winter geschafft, ohne zu sterben. Okay, in dem Spiel kann man nicht sterben, aber hey, wir kriegen das sonst auch hin. Aber haben wir geschafft. Genau. Wir haben endlich die Bewässerung. Jetzt war alles gefriert, aber wir haben endlich die Bewässerung. Ja. Von dem her. Und wir werden das nächste Mal mit Sicherheit einiges erkunden und schauen, was es jetzt dann Schönes noch in den, ja, in den Landen hier so geben wird, ne? Jetzt im Winter. Ja. Und noch die große Storyline, die wir beendet haben mit der Mine. Denke, das war schon ein erfolgreicher Tag heute. Ja, absolut. Ich bin auch gespannt, was sich da noch im Dschungel so alles tut, was mit der Pyramide noch so rauskommt. Das ist, glaube ich, noch so der große Story-Strang, der noch offen ist. Genau. Und natürlich dann einfach allgemein das Erkunden halt in der Season, die wir halt noch nicht hatten. Also ich glaube, jetzt im Winter alles nochmal erkunden, sieht bestimmt auch alles ziemlich cool aus. Ich denke auch die Frage, wie geht das jetzt mit den Tieren weiter? Wie ist es mit der Verpflegung? Finden wir Gras? Also ich glaube, es gibt jetzt noch einige Themen im Winter, bis wir dann wieder ins neue Jahr starten und den Zyklus von vorne beginnen. Ja. Und ich glaube, dann wird es spannend, was passiert mit diesem Zykluswechsel, wie sich das Spiel dann weiterentwickelt. Ich glaube auf jeden Fall, wir sind auf einem guten Weg. Ich hoffe, es hat euch bisher Spaß gemacht. Vielleicht der eine oder andere, der das Spiel auch nachspielen will, vielleicht hat es sogar ein bisschen geholfen. Und wie immer bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und würde uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Von dem her, wie immer an dieser Stelle von mir, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.